Gaben für die Götter sind seit der Antike ein beliebtes Schmiermittel. König Neptun, wir opfern dir einen weiteren Milliardär. Klingt nichts? Nö. Okay. Mike Lynch, britischer Tech-Milliardär und Gründer von der Softwarefirma Autonomy, starb bei einem Yachtunglück vor der Küste Siziliens. Angeblich sank die Yacht Bessien innerhalb von 60 Sekunden nur 900 Meter vom Ufer entfernt. Überwachungskameras zeigen die Momente, bevor eine kleine Windhose, eine Art Tornado, die 65 Meter lange Yacht mit 22 Personen an Bord am frühen Montagmorgen zum Kentern brachte. Oha! 15 Menschen wurden gerettet, darunter Lynchs Ehefrau Angela Bacardis. Zu den weiteren Opfern zählen Lynchs 18-jährige Tochter Hannah, Lynchs Anwalt und dessen Ehefrau, ein Topmanager bei Morgan Stanley und seine Ehefrau und der antiguanische Schiffskoch. Experten rätseln immer noch, wie das Unglück geschehen konnte, auch angesichts der Tatsache, dass nur wenige Meter weiter ein kleines Boot den Sturm überlebt hat. Zum Hintergrund. Lynch, der von den Boulevardmedien als britischer Bill Gates bezeichnet wurde, gründet Autonomy 1996, verkauft es 2011 für 11 Milliarden an den US-Konzern Hewlett-Packard. Zu den Produkten von HP Autonomy gehört das Intelligent Data Operating Layer, kurz IDLE, das die Suche und Verarbeitung von Text aus strukturierten Daten und unstrukturierten menschlichen Informationen einschließlich E-Mail und mobiler Daten ermöglicht, unabhängig davon, ob diese aus einer Datenbank, Audio, Video, Textdateien oder Streams stammen. Oha! Bald nach der Übernahme warfen die Amerikaner Lynch und dem Finanzchef Stephen Chamberlain vor, die Umsätze vor der Übernahme aufgebläht zu haben und schrieben fast 9 Milliarden Dollar vom Wert des Unternehmens ab. Also nur so knapp 2,9 Milliarden. Okay. Sie feuerten Lynch, der Chef geblieben war, und verklagten beide. Die Briten wiesen jedes Fehlverhalten von sich und argumentierten, HP habe die Integration von Autonomy verpatzt. Also schön die Schuld, ne? Schön zu HP schicken. Mike Lynch wurde sogar im Mai 2023 an die USA ausgeliefert. Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen sprach ein Geschworenengericht in San Francisco am 6. Juni 2024 die beiden jedoch frei. Scot free. Oha. Funny business. Die Segelreise in Italien sollte für Mike Lynch ein Neustart nach dem Freispruch sein. Geplant war eine Feier mit der Familie und mit jenen Mitarbeitern und Anwälten, die ihn in seinem langjährigen US-Betrugsprozess unterstützten. Zwei Tage vor dem verheerenden Yachtunglück wird Lynchs ehemaliger Finanzchef Stephen Chamberlain beim Joggen am Samstag, den 17. August 2024, von einem Auto angefahren. Nein! Wenig später stirbt der 52-Jährige an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Der schreckliche Vorfall ereignete sich in einer Grafschaft Cambridgeshire in England. Nach seinem Ausscheiden bei Autonomy im Jahr 2012 war Chamberlain Vorstandsmitglied des Cybersicherheitsunternehmens Darktrace. Also noch eine weitere Firma kommt dazu. Also wir haben Autonomy, jetzt kommt Darktrace dazu. Jetzt pass auf, was Darktrace macht. Okay. Das Unternehmen Darktrace hat sich auf die Nutzung künstlicher Intelligenz spezialisiert, um Cyberbedrohungen in Echtzeit zu erkennen und zu bekämpfen. Die KI-Technologie von Darktrace wurde entwickelt, um verschiedene Arten von Cyberangriffen wie Ransomware, Phishing-E-Mails und Bedrohungen, die auf Cloud-Umgebungen abzielen, selbstständig zu erkennen und zu entschärfen. Interessante Sachen heutzutage, wenn man überlegt, was heutzutage alles mit Cybercrime unterwegs ist und so. Ne? Wäre doch mal besser auf den Yachtausflug mitgegangen. Ja, oder doch besser nicht, wahrscheinlich. Ja, ne? Also, ja. Verschwörungstheorien gibt es wie Sand am Meer. Aber diese hier ist wirklich köstlich. Ein Milliardär, ein Yachtunglück und ein Koch. Klingt das nicht nach einem perfekten Rezept für eine gute Verschwörungstheorie? War der Koch vielleicht ein Auftragskiller? Oder war er im Besitz eines geheimen Rezepts, das die Welt für immer verändern könnte? Niemand weiß irgendwas. Aber dafür sind wir hier, bei Grown-Man Sport. Herzlich willkommen! Und direkt die Aluhüte aufziehen, Junge. Ey, bam, aber bam, bam, bam. Wie offensichtlich ist das denn bitte? Ja, aber ich frage, jetzt kommen wir Disclaimer. Disclaimer, genau. Was ist jetzt offensichtlich für dich an diesem Ding? Ich meine, nur mal um das kurz nochmal zusammenzufassen. Ne? Also wir haben einen Tech-Milliardär, der wirklich erfolgreich aus einem Betrugsprozess hervorgegangen ist und reich geworden ist dadurch. Also er hat wirklich 11 Milliarden bekommen und wollte halt nochmal seinen Neustart feiern. Eigentlich ist die Sache durch. Und jetzt geht die Scheiße ab. Jetzt wird jeder links und rechts. Und ich glaube, der Koch war der Wichtigste auf dem Schiff wahrscheinlich. Der Koch hat die Fäden aneinander. Was war der? Antiguanisch. Antiguanisch von Antigua. Ah, das ist mir, also.
Nee, wäre da noch ein Boot, okay, so, aber wenn da so ein kleiner Kutter das Ding überlebt und eine Yacht sagt, oh, tut mir leid, schaffen wir nicht. Also, ja, ich habe mich jetzt wirklich da reingearbeitet und sowas, ne, und es gab jetzt mehrere Kapitäne, die dazu Stellung genommen haben und haben gesagt, Nummer eins, der Kapitän wohl von diesem Bethesien, soll wohl sehr dilettantisch gehandelt haben, weil 60 Sekunden, so schnell sinkt kein Boot und sowas, ne? Und deswegen das ist schon sehr verdächtig. Jetzt gibt es die nächste Theorie, dass Leute gesehen haben wollen, wie ein U-Boot wohl von unten das Ding wohl in den Keller gezogen torpediert hat. Torpedoschiss. Und ja, was war noch? Genau, diese Windhose, die ist halt gekommen und gegangen, ohne dass sie jemand anders noch gesehen hat. Also es hat nichts anderes berührt. Also es waren wohl mehrere Schiffe und plötzlich sagen die Kapitäne so, wo ist denn die Yacht hin, die da gerade noch stand und so. Ne? Und die hat wirklich blub, blub, blub gemacht und liegt jetzt 50 Meter vor der Küste, also 1900 Meter vor der Küste, sitzen in 50 Meter Tiefe. Und die Taucher können nur abgebrochene Tauchgänge machen und holen jetzt langsam die Leichen halt immer mehr raus, weil es sieht so aus, als wären die nicht mehr aus den Kabinen gekommen. So, ne? Und von diesen, wie viel, 15 Mann waren das? Das waren 22 Mann insgesamt. 15 haben überlebt? 15 haben überlebt, das ist hauptsächlich die Crew, die überlebt hat. Und die wichtigsten Leute sind halt irgendwie, die haben wohl irgendwo, die sind noch auf Deck. Oder unter Deck, besser gesagt. Das ist schon muftig. Das ist schon hart muftig. Weil du willst mir sagen, von diesen 22 Leuten haben nur 15 geschafft, 900 Meter zu schwimmen? Das Ding ist um 5 Uhr morgens untergegangen. Also ich gehe davon aus, 5 Uhr morgens sind die meisten noch am Pennen. Okay, ja, okay. Das ist. Das heißt, die sind wahrscheinlich unter Deck gewesen und sind wahrscheinlich nicht früh genug aus dem Schiff rausgekommen. Aber wenn es halt feucht wird, dann willst du meistens, dann denkst du, schwimmen mal lieber. Der Koch hat noch kurz der hat eine geraucht oder keine Ahnung was oder so. Ein Abstecher bei dem Tech-Milliardär gemacht. Na kurz, oh, guck mal hier, ich habe neue Schokokuchen. Willst du probieren? Ich mache gerade Frühstück. Voll mit, und dann kommt da Soße rein. Voll mit Arsen. Für mich ist nur das Interessanteste an dabei, ist halt, dass diese Softwareunternehmen eine sehr wichtige Funktion heutzutage erfüllen im Bereich Spionage. Also das ist halt die Sache, wo die Amerikaner wahrscheinlich gesagt haben, das würden wir gerne für uns benutzen. Also jetzt heutzutage, wo sehr viele Cybercrimes gemacht werden und sowas, könnte sein, dass natürlich da sehr viel Interesse geweckt wurde. Natürlich. Und, so, ne? Und nicht nur das, sondern das gepaart auch mit KI. Für mich ist nur komisch, dass genau nach diesem Abschluss dieses Gerichtsurteils und jetzt, ne, und da waren auch die wichtigsten Leute auf dem Boot drauf und dass das Boot so schnell sinken kann und diese 2 Tage vorher, dass sie seinen, also der soll gejoggt haben. Viele Leute sagen, also es gab jetzt im Internet viele Gerüchte, dass er beim Autounfall gestorben ist. Nein, der ist wohl bei seinem Haus, in dieser englischen Countryside ist er gejoggt und ein Auto hat ihn wohl von der Straße gebracht. Das heißt, der geht joggen, Auto kommt, oh, baff, tot. Nee, dann noch im Krankenhaus. Noch im Krankenhaus. Ja. 2 Tage später ist er gestorben. Das ist 2 Tage vor dem Yachtunfall passiert. Also wahrscheinlich, aber ist er. Danach ist er im Krankenhaus wahrscheinlich gestorben. Also er hat nicht so lange gelebt wohl. Nach dem Unfall. Und dann ist der Tech-Milliardär ist dann da und sagt: Oh, shit, mein Kumpel ist gestorben. Lass mal. Aber mir passiert nichts. Ich bin auf meiner eigenen Yacht. Die übrigens. In Italien. Die übrigens, bestätigterweise von Profis, die ist ja 56 Meter lang, die hat eine Überfahrt über den Atlantik gemacht. Und immer auf dem Atlantik, da sind eigentlich größere Wellen als im Mittelmeer. Ne? Also vor allem vor der Sizilien und sowas. Also da ist eine Welle schlimmer als so eine Windrose. Richtig. Viele Experten sagen, dass wohl dieses Wasserschwert wohl nicht komplett ausgefahren sein soll, weil du musst wohl bei einer gewissen Höhe von einem Segel, musst du wohl auch das Gleiche wohl auch im Wasser drin haben und so. Deswegen sagen viele Leute, das ist fast wie bei dieser Concordia, wie heißt immer diese, dass das Ding so umgekippt ist und sowas. Soll wohl Kapitänsdilettantismus gewesen sein. So, ne? Aber das ist meiner Meinung nach, das ist. Aber ich ist schon warum. Suspekt. Aber warum? Ist schon suspekt. Ja, weil er den Prozess gewonnen hat. Ja, aber warum? Und dann denkt sich irgendein anderer Milliardär, ey, mir geht's ums Prinzip, der fuckt mich ab. Holt unseren besten Hitman. Ein Influencer hat. Da kommen wir zu der Generation Z, die das nicht richtig zu Ende bringt heutzutage. Oder eben dilettantisch und sagt so, ja, ich lasse das Boot einfach umkippen. Ich habe mich nicht gefühlt. So, genau. Ich wollte eine Windrose haben. Das Beste ist, die Verschwörungstheorien gehen dahin so in der Art, dass eben nicht nur die Natur jetzt Windhosen machen kann oder Windhosen. Und dass wohl irgendjemand gesagt haben soll, hat auch ein TikToker behauptet, gibt es keine Quellen für, deswegen sage ich das ganz klar schon von vornherein, dass die Aussage getätigt worden, entweder du verlierst den Prozess oder wir bringen dich um. Aber der hatte das Geld ja schon. Ich frage mich jetzt ja, die Frau hat ja überlebt, deine Ehefrau ist ja die einzige von der Familie, die überlebt hat. Die hat jetzt und so das Erbe, also so gesehen kriegt das trotzdem, weil müsste sie eigentlich. Und das wäre jetzt wieder eine geile Idee für den Film. Du musst wirklich der Frau jetzt extrem viel Security natürlich geben gerade. Ja. Weißt du, Ansage an den Hitman, so keiner aus seiner Familie, der potenziell das Erbe kriegen könnte darf überleben. Darf überleben.
Was mit dem Koch? Koch darf sterben. Der Koch ist egal. Das ist wie diese dumme Geschichte damals bei Once Upon a Time in Mexico, wo er gesagt hat, wo Johnny Depp dieses mexikanische Gericht isst und sagt, das ist zu gut. Ich muss das gleich wiederherstellen. Dann geht in die Küche und bringt den Koch um. Sagt so, es darf nur wenig Menschen. Das ist eine der dümmsten Geschichten aus diesem Film, aber es ist genauso, wo du denkst, der Koch muss sterben. Der Koch. Fucking Cook. Cook. Chef. Chefkoch. Chef. Chef. Ja, das ist für mich der Fall der Woche gewesen, weil er sich immer mehr aufgetürmt hat. Am Montag ist das Schiff umgegangen und dann gingen die ganzen Theorien rum und dann wurden halt immer, es gibt auch Wikipedia-Artikel schon, diese ganzen Firmen und sowas, die genau erzählen, was sie genau machen und wann die gegründet worden sind und zu welchem Grund und sowas. Und die haben wohl nachgewiesen, dass eben HP Quatsch gemacht hat, dass sie gesagt haben, das ist nicht 11 Milliarden wert gewesen, sondern es ist wirklich nur 2,9 Milliarden wert. Und jetzt haben sie ja vor Gericht, hat er bestätigt bekommen, so alles clean. Und er hatte eine sehr geringe Gewinnchance, habe ich gehört. Das war wohl schon im einprozentigen Bereich, diesen Betrugsfall zu gewinnen. Und trotzdem ist er da als Sieger rausgegangen, weil das geschworene Gesicht gesagt hat, Junge, du hast ja mal einen Segelturn verdient. Damit. Ja, also, gönn dir mal. Gönn dir. Gönn dir mal. Du musst überlegen. Dann passiert nichts. Habe ich schon 1000 Mal gemacht. Der hat die 2011 verkauft und ich glaube, die haben die nachher geguckt und dann wurde der Geschäftsführer bei HP ausgetauscht und der hat das nochmal nachgeguckt und hat eben gesagt, dass es überbewertet war. Und seitdem sind die am Streiten und das ging so weit, dass Briten den wohl 2023 ausgeliefert haben. Weil die gesagt haben, okay, du scheinst ja, wirklich scheiß Briten, ne? Die wollten ja auch den, wie heißt der nochmal, der Assange, wollten die auch loswerden und so. Das sind halt die kleinen Brüder von Amerika, wenn Amerika sagt. Aber das war vor der Küste Siziliens. Okay. Weil ich habe gerade irgendwie einen See im Kopf gehabt, aber dann habe ich wahrscheinlich die Israel-Italien. Weil ich habe gelesen, dass im Züricher See ein Pottwal aufgetaucht ist. Der ist angestrandet, ist gestorben. Im See? Im See. Und die sagen, ja, normalerweise tauchen die hier nicht auf. So. Aber der hat sich wohl irgendwo in der Nordsee in den Rhein reingeschmuggelt und dann bis zum Züricher See und dann nicht mehr rausgekommen und abgekackt. Es gab krass. Ja schon mal so ein Ding, ne? Es gab ja mal einen Pottwal hier im Rhein, glaube ich, ne? Oder ein Wal. Ja. Also, ne? Ja. Es gibt ja auch, gab es mal Delfine in der Themse? Irgendwas war auch in der Themse mal so. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, Delfine waren das. Hm. Im Gegensatz zu deutschen Marineschiffen. Da sagt mir noch mal einer, die Deutschen hätten keinen Humor, ne? Also. War schön hier ein Besuch auf der Themse und der Kommandant konnte wohl frei die Musik wählen und hat mal schön den Imperial March ausgesucht. Ich meine, du schlägst die Engländer mit ihren eigenen Waffen, ne? Also ja. Dunkler kann der Humor nicht werden. Ist so. Schon lustig. Ist schon witzig, kann man mal machen. Wer hätte gedacht, dass die Deutschen so Humor haben? Ich sag mal so, ich glaube, da mussten 15 Anträge gestellt werden nachher. Ja, safe, das Minimum. Und, so. Und das war Minimum. 3 Jahre lang geplant. Und jetzt freuen sich alle, dass einer es aufgenommen hat. Und gesagt, ja, es hat funktioniert, wir haben es aufgenommen. What are you thinking about? Ja, Spanien. Ist wieder zurück aus Spanien. Wir haben Nachurlaubs-Episode. Spanien. Ich wieder betone nochmal, ich habe keinen Urlaub gehabt, ich habe remote gearbeitet. Ah, remote gearbeitet. Remote mit gearbeitet. Mit der Remote Control. Mit der Remote Control. Es ist einfach anders. Es ist ein ganz anderes Leben. Es ist effizienter in der Arbeit. Ja, weil du halt versuchst, so kurz wie möglich zu arbeiten wahrscheinlich. Ne? Also effizient heißt ja schnell wegarbeiten und dann am Strand oder so. Ja. Ehrlich gesagt, ich war nur Samstag am Strand für 3, maximal 4 Stunden. Hälfte der Zeit habe ich mein Gesicht versteckt und am T-Shirt oder so, oder ich habe auf dem Bauch gelegen, dies und das. Ich habe mich hier alles komplett verbrannt. Ey, bis vor kurzem hier so viel Haut abgegangen. Leco mio, ey. Ein bisschen Schlange. Hast du dich geschält? Ich habe mich richtig geschält. Ansonsten, ja, Bräun ist auch schon wieder weg. 2 Tage Deutschland. Ist er? Ja, was heißt 2 Tage? 5? Du musst aber bei der Einreise abgeben. Ja, ist so. Echt, wird diese Bräune absorbiert. Ja. Ja, und dann Samstag das Spiel gesehen, ne? Valencia, Barcelona, das war. Im Camp Nou? Nein, in Valencia. In Valencia? In Valencia. Barcelona war Gastmannschaft. Ah. Ja, war schon. Hast du Hansi gesehen? Habe ich den Hansi gesehen. Und es ist verrückt, wie viel Aufmerksamkeit ein 16-jähriger Junge bekommen kann, ne? Oder mittlerweile 17. Ist ja genau das gleiche wie mit den Arda Güler, ne? Dass man ja auch ihn zu sehr. Also meiner Meinung nach ist das. Ja, aber das Ding ist, wenn Arda Güler jetzt in Valencia spielt, bezweifle ich, dass die Valencia-Fans so begeistert sind von ihm.
Ach so. Und dass sie alle Handys rausholen und ja, ihrem Kind sagen und so, hier, der und der, weißt du? Ja, ja, aber das ist halt, weil so. Wenn er wahrscheinlich, wenn er irgendwo in der Türkei spielen würde, wäre es genauso. Natürlich, also, das ist was anderes. Und so, ist ja. Was anderes. Aber die Valencianer, die waren schon begeistert von dem Jamal. Und der hat die Aufmerksamkeit einfach automatisch auf sich gezogen. So. Der hat nicht viel gebracht, der hat nicht viel gespielt, aber wenn er den Ball hatte, war immer, keine Ahnung, fast schon ein magischer Moment, sag ich mal. Aber so ein Lewandowski und so ein Ferran Torres, bruh. Dieser Ferran Torres, der hat keinen einzigen vernünftigen Pass gemacht, der auch angekommen ist. Das habe ich gehört, ja genau, der soll ziemlich verkackt haben. Ist, seit Jahren ist der so schlecht. Seitdem er von City weg, City war der, ne, vorher. Zu Barca, Müll einfach, der Typ. Und Lewandowski so, ja okay, der hat zwei Tore geschossen, einmal, weil er gut stand und einmal war es ein Elfmeter. Also, die beste so. Kritik von allen so. Aber dieser Lewandowski, ja okay, der hat zwei Tore geschossen, hat das Spiel gewonnen, aber ansonsten hat er nicht. Ja, aber das war so... Was denn, der ist auch 35. Da muss ich das einteilen. 35, der ist so alt wie ich. Oh, fuck. Ja, aber es war eine geile Stimmung im Stadion. Also das Stadion ist geil gebaut, weil das ist so, wenn du in den oberen Rängen, also wir hatten super Plätze, aber wenn du in den oberen Rängen sitzt, bist du trotzdem irgendwie gefühlt, weil das so steil ist, sehr nah am Spielfeld. Das heißt, dieses Stadion ist sehr persönlich gebaut. So, egal, wo du sitzt, du hast das Gefühl, du bist am Spielfeld dran. Und hast du das letzte Spiel von Gündogan gesehen? Hat er gespielt? Nee, er hat nicht gespielt. Ne? Nee, Gündogan war und jetzt nicht ist er wieder in England. Dabei. Der war, glaube ich, verletzt. Ja, der ist wieder in City. Ein kurzer Ausflug nach Barcelona für ein Jahr. Barcelona für ein Jahr. Und jetzt müssen sie Geld sparen, weil sie wollen sich ja noch den Olmo kaufen und die haben noch nicht das Geld auf dem Konto. Deswegen. Olmo und Nico Williams, ne? Ja, aber Nico Williams wird, glaube ich, jetzt ein Jahr noch bleiben bei Atletico. Die haben so viel Social Media gemacht mit ihm da, deswegen glaube ich, dass es durch ist. Die können die nicht verarschen. Die wollen nachher Drucks und Trikot und dann kaufen die ganzen Fans das und. Und dann sagst du, sorry. Ja, aber das mit Dani Olmo finde ich halt geil, ne? Der ist halt, der steht da irgendwo, der ist wahrscheinlich noch im Zoll oder so, ne? Also, ja, wahrscheinlich. Der ist dabei. Da wird auch gescreent, so ein bisschen so. Wie, darf ich noch nicht Trainer? Nein, wir haben noch nicht Geld bezahlt dafür. Und Leipzig ist da knallhart. Leipzig will Kohle haben. Auf jeden Fall will Leipzig Kohle haben. Ja, mit Gündogan fand ich interessant. Das war sein Lebenstraum, da hinzugehen und jetzt müssen sie ihn wieder abgeben, weil sie wohl das Geld wohl für ihn brauchen. Obwohl, sie kriegen gar kein Geld für ihn, ne? Oder kriegen sie Geld? Nee, ich glaube, der geht ablösefrei. Der ist ja schon ablösefrei nach Barcelona gegangen. Aber ich glaube, für den Gündi ist das nicht schlecht. Hast du nur mitgekriegt, dass er auch die weitere Konsequenz gezogen hat? Diese Woche war ja die Woche der Konsequenzen, bevor die Bundesliga wieder losgeht. Nummer eins ist, steht ein Neuer im Tor bei Deutschland? Wer? Also nicht mehr Manuel Neuer. Der Teer. Der hat sich zurückgezogen. Der hat gesagt, ist vorbei. Ist vorbei, der auch. Also der Manuel. Ja, meine ich. Deswegen sage ich, ein neuer Torwart steht, ist nicht ein neuer, aber ist trotzdem ein neuer Torwart. Verstehst du? Wortspiel. Ja. Deswegen, also kam ich gehe davon aus, dass mal Ter Stegen jetzt die Chance bekommen wird, jetzt wie die nächsten Jahre. Der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das ist auch schon, glaube ich, Anfang 30. Und in dem Zusammenhang hat der Gündogan gesagt, auch vorbei. Ja, der hat auch gesagt, meiner Meinung nach ist das eine indirekte rassistische Angelegenheit gewesen, weil sich viele Deutsche darüber aufgeregt haben, so, warum der Kapitän war. Echt? Und ich glaube, dass du kannst dann halt beim DFB nicht die Entscheidung zurücknehmen, weil sonst bist du halt so, ne? Sonst bist du so ein Feigling. Ja. Aber du kannst auch nicht richtig verstehen, warum er der Kapitän ist, ne? Vor allem, wenn du zum Beispiel vorher den Manuel Neuer auch auf dem Feld hattest, weil der immer groß. Kapitän war und so, ne? Richtig. Und deswegen, glaube ich, war es so eine, willst du nicht aufhören? Magst du nicht lieber abhauen und dann auch direkt aus Barcelona richtig, und zurück nach Manchester gehen? Der Pep ist noch da, der ist trotzdem geblieben und der mag dich. Der mag dich richtig, der liebt dich. Richtig, der hat das ja in einem Trainingsvideo, hat er dir ja gesagt. Gündo, that's why I love you. That's why I love you, Gündo. Weil er so gut im Training war, weil er das umgesetzt hat, was Guardiola wollte. Ja, so geht das auch. Und dann wirst du auch 15 Mal hintereinander Meister in England. Ja. Weil dieses Jahr, wer weiß, was da wieder passiert. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr viel Bewegung noch und Bundesliga geht wieder los am Wochenende. Ja. Sehr gespannt, was das so durchmischt ist. Ja. Ist doch nicht so krass geworden, wie alle gedacht haben, dass sich Mannschaften ausverkauft haben und so, aber Dortmund hat gut eingekauft. Die wollen wir jetzt mal sagen, wenn es Leverkusen kann, das können wir schon lange. Ja, echt? Ja, Dortmund. Die haben sehr viel aus Stuttgart gekauft. So, ne? Also echt? Den Stürmer, diesen Gyerekçay oder Gyerekçay. Und dann haben sie einen Abwehrspieler gekauft, der auch in der Nationalmannschaft drin war und so. Und trotzdem hat Stuttgart es geschafft, im Supercup gegen Leverkusen wohl gut dagegen zu halten. Die waren im Spiel wohl besser. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Und dann sind sie ins Elfmeterschießen. Und dann ich habe es gar nicht mitbekommen. Hat wohl Leverkusen, weil Leverkusen hat wieder den typischen Ausgleich gemacht in der 88. Dann sind sie wohl direkt ins Elfmeterschießen und dann haben die Stuttgarter gesagt, okay, Fußball spielen können wir, aber Elfmeterschießen haben wir nicht geübt.
Dann haben die gesagt, okay, dann machen wir ein Ach, das L. gibt's auch noch. Ja. Vergessen. Und da gab es diese unschöne Szene wie beim Hockey bei Olympia. Da ist wohl einer von den Leverkusen dann wohl an der ganzen Bank bei Stuttgart irgendwelche Zeichen gemacht. Und dann, die tun so, als wäre da irgendwelche Spannungen drin. Und als würde ja, die wollen einfach Aufmerksamkeit haben heutzutage. Das ist doch alles. Wieder zu Gündogan. Das war der Einzige, der sich aufgeregt hat nach dem Klassiko, dass sich wohl alle nachher in den Arm gelegen haben und sowas. Der meinte, das geht so nicht. Wir müssen hier Feuer auf den Platz bringen. Auf jeden Fall. Und dann haben sie wahrscheinlich. Unterstütze ich, holt den zurück. Ja, aber dann hat wahrscheinlich die ganze Barcelona gesagt, so, der macht Stress. Macht den weg. Der macht Stress, der bringt negative Energie. Wir haben Olmum. Was würde man so sagen? Der unspanischste Spanier? Der unspanischste Spanier. Aber was meinst du mit Eskimo, was Inuit? Ah ja, das ist eine Schlagzeile, die ist schon länger aktiv, wozu ich nicht gekommen bin, aber jetzt, wo du über Stalin geredet hast. Die Intuit Arena, das ist wohl so ein Softwareunternehmen auch, die wohl sehr viel Geld haben, aber die, ich weiß nicht, ob da Steve Ballmer daran beteiligt ist, aber kennst du Steve Ballmer noch? Sag mir was. Steve Ballmer ist der Hauptaktionär, glaube ich, sogar noch vor Bill Gates, glaube ich, in Microsoft. Das heißt, er hat damals in den 90er Jahren so viel Aktien mitgenommen und ist jetzt halt ultrareich. Ja. Das war der Typ, der auf der Bühne so Developer. Das ist ja diesen Rant, den jeder... So ein türkisblaues Hemd oder so? Ja, ja, der ist so eine Glatze und dann ist er halt wie so ein Derwisch da rumgehüpft und sowas. Ne? Und, wie ein was? Wie so ein Derwisch. Okay. Was? Ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber ich finde es lustig. Sagt man dazu? Ja, ich glaube schon. Wie so ein Derwisch hüpft man rum und sowas. Man, Derwisch dreht sich ja eher, oder? Derwisch? Wie so ein Dönerspieß. Der hüpft nicht. Glaube ich. Ich glaube, ein Derwisch ist sowas wie so ein. Guck mal nach. Einen asketischen Mönch. Derwisch wörtlich auf der Türschwelle stehen da. Mit der übertragenen Bedeutung armer Bettler, Wanderer, Ekstatiker. Also ich? Einen asketischen Mönch. Ja, asketischer Mönch. Aber warum tanzen Derwische? Die sind tanzen. Ja, aber die drehen sich. Das sind diese, die so stundenlang drehen. Die hüpfen ja nicht. Die Ach so. Sich ja. Ja, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Also ich vielleicht, dachte, vielleicht tanzen die. Hättest du eher gesagt, die drehen sich wie ein Dönerspieß. Auf jeden Fall, das ist hier dieser Intuit-Dom. Okay. Neue Heimat der LA Clippers in Inglewood. Und auf jeden Fall wurde am 15. Das passt ja sogar noch. Wurde am 15. August 2024 mit einem Konzert von Bruno Mars eröffnet. Kosten, der Bau der Arena belief sich auf 2 Milliarden. Und die ist nur von Steve Ballmer finanziert worden. Also keiner kofinanziert. Er hat das komplett gesponsert, das Ding, weil er wohl ein LA Clippers-Fan ist. Okay. Der ist sogar Eigentümer, ne? Deswegen, und bezeichnet wohl diese Arena jetzt als die ultimative Heimstätte für Fans und Spieler. Dann hast du hier solche Außen-Basketballplätze wohl, ne? Das ist wohl so wirklich ein community-mäßiges Center. Geil, Mann. Und das Prunkstück ist das hier. Das hier ist nämlich das Halo Board. Eine 4000 Quadratfuß großes LED-Display bietet beeindruckende visuelle Ereignisse. Das heißt, du kannst wirklich von jedem Sitzplatz aus hast du einen guten Blick auf dieses Board. Das ist schon fett. Und dazu gibt es nämlich eingebaute Mikrofone, die können die Lautstärke der Fans ranken. Und je lauter dieses, also das ist halt so eine Mitmachsituation, ne? Weil wenn du ganz oben bist und Gas gibst, dann gibt es wohl auch eingebaute T-Shirt-Kanonen und die machen direkt, schießen direkt T-Shirts auf diese Abteilung. Junge! Zudem das heißt, das wird das lauteste Stadion in der ganzen NBA. Wahrscheinlich. Automatisch. Also, guck dir mal an, wie schön steil das gebaut ist. Das ist echt, weil sobald die Leute was umsonst kriegen, fangen die an durchzudrehen und so. Aber hallo. Jeder Sitz hat wohl einen USB-Anschluss, um natürlich das Handy zu laden, muss ja sein und sowas, ne? Und ist wohl für nicht nur für Basketball, sondern auch für Konzerte und sowas. Ne? Geil, Mann, das sieht schon fett aus. Also du musst überlegen, 2 Milliarden und dann dieses Ding da oben an der Decke. Das ist schon mal ein New Feature. Das ist schon heftig. Das bringt mich aber zum nächsten Thema schon. The Sphere in Las Vegas. UFC. War der jetzt da oder kommt die jetzt? Kommt noch. Die kommt noch, okay. Und das soll alles, weil es am Mexican Independence Day ist. Und deswegen hat das alles so einen Mexican Touch. Also The Sphere selber hat auch so mexikanisch-aztekenmäßige Bilder drauf und so alles. Dieses ganze UFC-Logo da. Titelkampf ist Sean O'Malley ihre ursprünglich gegen Merab Dvashvili Georgia. What the fuck? Warum nehmt ihr das als Titelkampf, Alter? Ich sag mal so, die waren da, wahrscheinlich. Die waren da, ja, wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich gesagt so... Ja, das wird das beste Event, die ganzen Sportarten je gesehen haben. Größtes Event und wir machen das einmal und dann nie mehr wieder. Und dann kommt so ein Federgewichtskampf oder Bantamgewicht, wo du denkst so...
Bruh. Bruh. Du weißt, wie das endet. Sean O'Malley wird den entweder im Stand-Up besiegen oder der wird den mit einem Kuschel besiegen und sich 5 Runden auf den drauflegen. Ohne Scheiß, so wird der Kampf ausgehen. Ja, dann ist es kein guter Kampf, ne? Da muss man... Da und muss der Idiot Merab Dvashvili, was hat der gemacht? Hat gepostet, dass er sich einen Cut zugezogen hat, jetzt kurz vor dem Event. Und dann alle direkt durchgedreht, so, ist der bescheuert, warum macht er? Und der, ist doch nur ein Cut, das ist alles gut, ich bin bald wieder fit. Und dann hat der Dana White sich voll darüber aufgeregt, hat er gesagt, tut mir leid, aber unsere Leute sind einfach Idioten. Sagt er, sie sind einfach Idioten. Sagt er, was ich boxen lassen muss, wenn irgendwas in einem Boxcamp passiert, das verlässt diesen Raum nicht. Sagt er, die behalten alles für sich und unsere Idioten posten alles Mögliche, was es gibt. Rogan hat jetzt einen Podcast und der hatte jetzt den Karl Russell Crowe da und Russell Crowe hat wohl auch schon so mehrere Probleme mit irgendwelchen Körperextremitäten aufgrund seiner ganzen Film- und Stunt-Erfahrung und sowas. Mhm. Und Rogan hat ja da sehr viel Kontakt in Austin, Texas da zu Stem Cell Research und sowas. Ne? Also, wo er sagt auch so, lass dich nicht operieren, I get you in touch with my guys und sowas. Ne? Und die können wohl heute schon Sachen heilen, wo du denkst, da musstest du früher langwierige Operationen und 11 Monate lang Reha gehen und so. Und der meinte eben, die UFC, also in Amerika versuchen die es immer mehr zu verbieten, weil die sind wohl, die machen Sprünge und er meinte auch, die sind heutzutage schon so weit, wo du gar nicht, wir kriegen das gar nicht mit. Ja, aber über der Grenze in Mexiko, da schicken die wohl die ganzen UFC-Kämpfer hin, die haben wohl da ein Ticket. Sobald irgendwas bei denen ist, ich glaube, wenn du mit so einem Cut da hingehst, du kriegst so ein Stemcell, dann ist so ein Wechsel direkt. Ja, natürlich, hast du 4. Augenbrauen auf einmal. Wächst dir noch ein Auge. Aber es war so geil, wo du meinte auch nur so, ja, hier wird es langsam schwierig, aber genau über der Grenze direkt gibt es so einen Typen, da gehen die ganzen UFC-Kämpfer echt? Hin. Ja, du musst bist bestimmt irgendein so Kartellmitglied der von anderen Toten, die Stammzellen und dann, weißt du? So, ich habe heute einen umgebracht, warte. Warte, die sind ganz frisch so. Oh, der lebt doch. So. Pop. Aber in der Leben sind die noch besser, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Dann sind die noch. Hijo de puta, give me your eye, bro. Lustig. Lustig, tralalala. Ja. Hast du von dem neuen YouTube-Rekord gehört? Von Cristiano? Christina, ja. Ich habe nur gesehen, wie er direkt seinen goldenen Button. Nee, warte mal, das kriegt man Silber oder Golden? Golden, ne? Für 1 Million. Ja. Ja, aber das Ding ist natürlich, er ist jetzt so, was haben wir mal gesagt? Wir hatten mal die Tabelle vorgelesen. Ich glaube, der ist der zweite Typ mit den meisten Abonnements bei Instagram. Ne? Ich glaube, Instagram ist als erster und danach kommt er mit 600 Millionen. Ja, ich glaube schon, ja. Wie viel sind 600 Millionen, ne? Ja. Und dann kommt erst Messi und dann kommt danach erst komischerweise Kardashians und so. Und wenn du dann natürlich deinen Zirkus mitnimmst und seine Zelte irgendwo anders aufbaust, und vorhin, ich habe gelesen, sein Kanal geht jetzt hauptsächlich darum, ihm beim also Ernährung und Training zu zeigen und das Leben von Cristiano Ronaldo so ein bisschen zu begleiten. Ja. Zu er hat schon 35 Millionen Abonnenten. 35? 35. Okay, dann war aber jetzt hat er den Rekord aufgestellt, der schnellste, der 1 Million erreicht hat, ne? Der hat iShow Speed eingeholt und iShow Speed ist ausgerastet. Ja, aber das ist ja ein Fan. Das ist ja, ich glaube, ja. Der liebt ihn ja über alles und so. Ja. Ne, ich glaube, der war schon der so wie der reagiert. Also ich habe es ohne Ton gesehen, weil ich unterwegs war. Es sah so aus, als hätte er sich aufgeregt. Nach dem Motto, hey, warum machst du das so? 35 Millionen in einem Tag? 2 Maximum? Schon crazy. Fast wie bei uns. Ja, das ist Konkurrenz, ne? Aber Konkurrenz belebt das Geschäft, so gesehen. Ja. Dafür können wir besser Fußball spielen. Ja. Weißt du, was der Nick Diaz gemacht hat, der ältere Bruder von Nate? Nope. Hat einen OnlyFans-Account gemacht, wo du den beim Training begleiten kannst. Und so. Aber nicht schlecht. Ich sag dir, da werden jetzt 1-2 andere werden das nachmachen, ja, und werden den dann einholen. Aber der ist bei sowas ist der manchmal. Hast du geguckt, die Preise? Nee. Du? Nee, ich weiß nicht. Also ich kenne Preise, klar, du kannst halt monatliche Mitgliedschaften oder wahrscheinlich so 3-Tages-Tickets oder sowas kaufen und so. Mhm. Aber ich kenne das nur als wirklich so von 5 bis 10 Dollar sowas monatlich, weil du willst die Fans ja auch nicht ausnutzen. Du willst ja on the long run mit denen Geschäfte machen und sowas. Ja. Ne? Das ist wie Patreon, dass du nicht so eine hohe Grenze machst. Aber würde mich interessieren, wie teuer so ein Nate. Ja. Wann gehen wir auf Patreon oder OnlyFans? Wenn wir Fans haben. Wenn wir Fans haben, stimmt. Die für extra Content bezahlen wollen. Echt? Sowas wie kleiner Haufen Special-Versionen, ja, und sowas. Wir nehmen auch eine Folge nackt auf für Patreon. Richtig. Komplett. Wir machen sogar mehrere Folgen, ja, ohne mehr. Mit Schlongs und allem. Nee. Ach, gucken nur Typ. Was nicht schlimmer, Hauptsache ihr guckt und sagt. Richtig. Hast du gehört, wie heutzutage, wie teuer, wie gefährlich es sein kann, wenn man kostenlose Streamingdienste für einen Monat lang abonniert? Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen untergegangen in Deutschland. Alles? Wie sehr du dich deine Seele verkaufst, wenn du heutzutage die Terms und Conditions nicht mehr durchliest in verschiedenen, echt? Software und Apps und sowas. Kam jetzt ans Tageslicht, weil eine Frau ist wohl
in einem Disneyland-Restaurant gestorben an Lebensmittelallergie. Erdnuss und wurde auch nachgewiesen. Laktose, glaube ich. Ja, irgendwie sowas war es auf jeden Dairy, Fall. Dairy. Nuts. Und Nuts. Wurde auch wirklich nachgewiesen, dass es, es wurde nachgefragt, ob es drin sein soll, weil sie hatte keine Verträglichkeit und es wurde nachgewiesen, dass nachher in ihrem Körper diese Stoffe drin waren. Und der Mann hat gesagt, dann jemand mal verjährigt und dann hat Disney gesagt, nee. Und dann haben sie gesagt, warum? Weil er wohl 2019 für einen Monat lang umsonst Disney Plus abonniert hat und in den Disney Plus Terms and Conditions steht wohl drin, dass du Disney nicht, was hat er gesagt, außer, nee, gerichtlich verklagen kannst, so glaube ich ist das, ne? Also vor dem Justizsystem, sondern du musst das innerhalb des Firmenkomplexes wohl, musst du die Klage anstreben. Und der Typ wollte nur 50.000 Euro, Dollar, glaube ich. Ne? Also es war noch nicht mal so eine Millionenklage, so eine ganz komische Forderung. Vielleicht kamen die Nüsse von ihm. Schatz, probier das, ja, genau, das ist richtig lecker. Ich habe 50.000 Dollar Schulden, schnell isst mal hier. Ich will nur 50.000, das lassen sie bestimmt durch, obwohl ich einmal Disney Plus geguckt habe. So. Doof, wie 50.000, der ist in Amerika. Ich weiß, aber komischerweise war dieser, die Zahl bezog, glaube ich. Aber ich hatte gelesen, dass Disney das zurückgezogen hat. Ja, ja, Disney hat das jetzt zurückgezogen, aktiv, weil die gemerkt haben, es gab halt einen Shitstorm. Du kannst nicht dich irgendwo anmelden und dann... Junge. Das aber für ihn gilt das nicht mehr. Für ihn ist vorbei. So. Bei ihm, der kriegt jetzt nichts. Jetzt hören wir auf. Aber jetzt hören wir auf. Jetzt hören wir auf. Fucking Mickey Mouse. Ja, die Obduktion ergab, dass er hohe Mengen an Milchprodukten und Nüssen im Körper hatte. Also sie hat gesagt so, damn, I'm allergic. Das war safe, ja. Ja, wahrscheinlich. Du willst mir sagen, nach einem Bissen merkt ihn nicht? Der hat den Switcheroo gemacht. Der hat das gleiche bestellt, aber so normal und hat das dann gedreht, als er auf dem Klo war. Wahrscheinlich, ja. So. Dann schön was untergejubelt. Schatz, ich glaube... Du tropfst, geh mal auf Toilette kurz. Du tropfst. Hat schön irgendwas untergewischt. Ja, und ich stehe, der Witwer fordert mehr als 50.000 Dollar. Also 50.000 ist das für Amerika, da kriegst du... Dann nimmst du hier eine Apfeltasche und steckst sie dir in die Hosentasche, dann kriegst du schon ein paar Millionen für. Ja, natürlich. Ja, das war noch nicht mal ein richtig abgeschlossenes Abo. Das war ein Probe... Einfach Probe-Abo. Nur für einen Monat. Das ist wie so, als wenn du... Das wäre so, als hättest du ein The Zone-Probe-Abo... Und bist noch jung und dann kommt Barcelona und sagt, boah, dich nehmen wir einen Vertrag. Und dann sagt der Sohn so, nein, der gehört uns. Echt? Ja. Datsen. Warum? Ja, du hast einmal der Sohn umsonst, also Probeabo gehabt. Seitdem gehört uns deine Seele. Nicht. Ah, die drehen durch. Aber du musst überlegen, welche Winkeladvokaten da wirklich solche Verträge unterschreiben. Kennst du die Geschichte von einem Ingenieur, stirbt und anstatt in den Himmel kommt er plötzlich in die Hölle. Und dann sagt er so, was soll denn der Quatsch? Ich bin doch Ingenieur. Normalerweise haben wir doch in unserem Vertrag stehen, wir kommen immer in den Himmel. Und dann sagt er so, ja, tut mir leid, ist scheiße gelaufen. Ist halt jetzt so. Sagt der Teufel so. Da sagt der Ingenieur, okay, dann mache ich halt das Beste draus. Ist aber ganz schön heiß hier. Habt ihr keine Klimaanlage? Ja, die ist kaputt. Na, dann lass mich mal gucken. Macht der Ingenieur, bastelt ein bisschen Klimaanlage, nach einem Tag wieder läuft. Schön kalt und so. Schön kalt in der Hölle. Schön kalt. Holt er sein Handy raus, will irgendwie mal gucken, was so in den Nachrichten passiert. Habt ihr kein Netz? Gibt kein Netz. Da sagte, was ist denn mit dem Netz? Da sagte er, ja, die Antenne ist kaputt. Dann, wo ist die Antenne? Da hinten. Einen Tag später, Handy funktioniert wieder. Und kommt plötzlich Gott vorbei, so auf Stippvisite. Dann sagt er so, was macht denn der Ingenieur hier? Der gehört doch zu uns. Der hat doch, die kommen doch laut Vertrag direkt zu uns und so. Ne? Sagt er dann so, nee, der bleibt schön hier. Der macht hier klar Schiff bei uns und sowas. Ne? Dann sagt Gott so, pass auf, Junge. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und dann sagt Satan, viel Glück beim Suchen eines Anwalts. Das fällt mir nur zu Anwälten ein. Wer hat Anwälte, werden meistens gehatet für sowas. Aber dass die alle in der Hölle sind, habe ich auch erst. Ja, ich habe auch meine Erfahrung mit Anwälten und die fuckt mich bis jetzt noch ab. Seit fast 10 Jahren. Wirklich. Ja, but it is what it is. Nur mal kurz zu Olympia zurückzukommen. Ne? Wir haben jetzt du und dein Olympia. Boah, Mers ist da. Habt ihr gehört? Das war Mers 1-1. Wir sind immer noch nicht fertig. Ich wollte was Schönes erzählen, weil wir gesagt haben, dass die deutschen Olympioniken ja wirklich mit einem Apfel und einem Ei abgespeist werden für so eine Goldmedaille. Ja. Und da hier wird jetzt eine schöne Geschichte von dem Herrn Rossmann, der gesagt hat, natürlich, genau wie bei Disney Plus so, you not anymore, but the next one in 2028, I will double it. Oha. Das heißt, er gibt den Leuten wieder einen Ansporn, sich ein bisschen mehr reinzuhängen für 2028 in Lay, dass die Leute ein bisschen mehr Gold, Silber und Bronze holen. Und er sagt eben, ne, der Drogeriekette Rossmann plant die Olympia-Preisgelder für die Medaillengewinner für die kommenden Spiele in Los Angeles 2028 zu verdoppeln, um die finanzielle Anerkennung für Athleten zu verbessern.
Ich gehe hin. Ich probiere jetzt ein bisschen schießen, wie dieser Türke da. Nee, du musst Breakdance machen. Hast du die Breakdance? Raygun. Ich bin größter Fan von Raygun. Siehst du, guck mal, keiner wird über Olympischen Spiele reden, aber dann kommen solche Klassiker. Dann kommen solche, Raygun war... Ich hatte eigentlich kurz überlegt, ob wir uns so als, aber vielleicht warten wir noch auf Merse, dass wir uns die komplette Performance einmal live angucken. Ja, können wir machen, gerne. Einfach nur... Weil ich habe sie nie live gesehen. Hast du nie live gesehen? Also komplett so das Ding. Ich habe mir aber diese, ich habe mir nicht die Abschlusszeremonie reingezogen von der Olympia, aber da war wohl wieder sehr viel dämonisches Ding und so, apokalyptische Sachen. Da gab es irgendwie ein Wesen, was sehr düster aussah. Weißt du, wer das war? Lutz? Tom Cruise. Aha, Tom Cruise. Und da kam eine Statue, so eine Engelstatue ohne Kopf hoch. Und denkst du auch so, what the fuck? Habe ich nicht geguckt. Dann habe ich aber diese L.A. Olympia-Dingens-Zeremonie gesehen. Hast du gesehen? Mit Snoop Dogg und Dr. Dre. Mit Snoop und Dre einfach. Aber die war vorproduziert, glaube ich, alles, ne? Weil ich glaube, kann sein. Weil diese Geschichte, weil ich ja schon im Podcast erzählt habe, dass die ja mit Tom Cruise auch die Szene vorgedreht haben, weil er ist jetzt der einzige Schauspieler oder generell die einzige lebende Person, die jetzt auf dem Hollywood-Sign mal gestanden hat. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es geht der einzige Schauspieler. Aber ich glaube, die Bauarbeiter würden sich sonst ziemlich beleidigt fühlen, wenn du sagst, noch nie einer der Mensch dieses Sign berührt und denkt so. Nicht. Ja, das Ding gebaut. Ja, das gebaut, Alter. Auf jeden Fall steht er ja da, ne, nachher steht er da in diesem O drin und dann haben sie aus dem O, haben sie ja dann die Olympischen Ringe gebaut und sah eigentlich ganz cool aus, aber ich fand diese Idee ein bisschen doof, dass das halt so ein bisschen, er hat sich erstmal abgeseilt und dann hat er die Fahne geholt und ist mit der Fahne raus und dann gab es diesen Zusammenschnitt, wie er aus dem Flugzeug gesprungen ist. Und dann hat er dem Radfahrer die Fahne gegeben, hat sich in dieses Hollywood-Sign gestellt. Ich sag mal so, dafür, dass das Ding seit ungefähr einem halben Jahr geplant war, fand ich die Ausführung relativ lächerlich. Lame. Das ist genau wie das Gleiche. So, ja, Tom Cruise ist aus dem Fuß auf dem Flugzeug gesprungen. Ich habe einen Menschen gesehen, der aus dem Flugzeug gesprungen ist. Ob das Tom Cruise war, ist mir egal. I don't know. Aber umso besser war dann der Auftritt von Snoop. Der war einfach, simpel, nicht viel Action, nicht viel Tam-Tam. Ich finde das mal so. Ich komme auf die Bühne, ich rappe, Dre kommt, rapp ein bisschen mit. Was haben die gesungen? Next Episode, ja. Ich finde es mal so geil, wenn die Dinger mal so entschärfen müssen. Nothing but a G-String. Die müssen das immer entschärfen. Fürs das wäre mein Stripper-Name. G-String? Nothing but a G-String. Nicht Jack the Stripper. Oh, der ist auch gut. Aber wenn ich in Las Vegas auftreten würde, wäre es Las Vegas Strip. Also der Ladenname. Las Vegas Strip. Ja. Ich bin gespannt. Es gibt natürlich schon sehr viele Gerüchte jetzt zu 28, jetzt, dass sie die ganze Stadt autofrei machen wollen. Wahrscheinlich gibt es auf Segways und E-Scooter. Und das olympische Dorf wird wahrscheinlich nur mit Klimaanlagen voll sein. Wahrscheinlich. Damit dann auch alles schön gekühlt ist und so. Wahrscheinlich. Morgen wird richtig fett warm, ne? Hier. Schon wieder? Morgen wird hier gut, dass wir heute aufnehmen. Schon wieder so eine Bullenhitze. Ja. Naja, wir nehmen es mit. Ist ja fast Herbst. Ja. Ich habe gesehen, wir gehen ja wieder in dieses LA Stadium oder sowas, ne? Das ist ja wirklich Kult, dieses Ding, da, diese offene, mit dieser Arena, mit den offenen Rängen und sowas. Das ist ja wirklich, da wollen sie die ganzen Leichtathletik-Wettbewerbe reintun und so. Die müssen es schon toppen. Also Frankreich hat es ganz gut gemacht mit dieser zentralen Situation, dass sie nachher Beachvolleyball unter dem Arc de Triomphe, unter dem Eiffelturm gemacht haben und sowas. Sah alles ganz gut aus und war alles fußläufig zu erreichen und sowas. Also. Schön mit Pappkartons als Betten und so. Knatter, nennt sich das? Anti-Knatterbetten. Anti-Knatterbetten. Ne, das Snoop ist schon, der hat die letzten Jahre so schon, glaube ich, ein paar Träume erfüllt, ne? Mit Super Bowl und so und jetzt Olympia. Ich sag mal so, ich finde das immer diese Transformation von so einem Bad Boy immer sehr interessant, ne? Also wirklich, das ist ja genau wie Ice Cube nachher sagt, so mit seiner Gruppe. Fuck the Police und sowas und nachher spielt er Polizisten. Ist genau wie Ice-T, Cop-Killer und nachher bist du so. Ja, natürlich. Ich meine, der spielt ja nicht Schau, der spielt ja Ice-T in dieser Sendung. Und dann sagt er immer komische Sätze und dann. Keine Ahnung, er spielt auf jeden Fall Polizisten. Und genau wie bei Snoop ist eigentlich, du bist auf der falschen Seite des Gesetzes und jetzt fängst du an, dich so ein bisschen mehr in die Gesellschaft reinzuarbeiten, indem du halt Sachen machst, die eben allgemeinheitstauglich sind, wie eben Kochen mit Martha Stewart bis hin zu jetzt Olympia, wirklich voll das. Ja. Maskottchen zu werden und ich weiß gar nicht, was da noch dran ist. Ja, dann hat er gesagt, I quit smoking, dann macht er Werbung für irgendwelche Grills. Ja, Grill. Der ist einfach der chase the bag. Ja, ich glaube, das ist sowas wie Samuel Jackson, der auch wahrscheinlich zu Hause den Leuten so auf den Sack geht, dass er einfach 15 Filme pro Jahr drehen muss. Ist bei Snoop Dogg auch, der muss komplett beschäftigt werden oder so. Ja, natürlich. Wenn so Dr. Dre sagt, so was. Ich meine, was will der denn sonst machen? Ja, aber Dr. Dre kommt nur zwischendurch, rappt mit dem da und dann verschwindet er wieder. Ja. Und deswegen, das finde ich so interessant, dass Leute halt wirklich sich, genau wie Eminems Ratschlag an 50 Cent am Anfang seiner Karriere war immer,
hau den Scheiß raus und verpiss dich für 4 Jahre. Das ist so die ultimative Ansage von, das hat Michael Jackson gemacht, das hat Madonna gemacht. Und 50 Cent hat gesagt, warum? Ich hab doch Bock, Musik zu machen. Ich kann doch jede Minute ins Studio gehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber du musst dich rar machen. Und 50 Cent hat von Anfang an gesagt, ich verstehe das nicht. Ich will doch meiner Passion nachgehen. Und ja. So. Aber die Musikindustrie war immer grundsätzlich so, willst du gelten, mach dich selten. Und dann kommst du zurück mit einem großen Bam. Genau wie Eminem jetzt ja auch ja, dieses Album ja schon seit einem halben Jahr angekündigt hat. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon draußen ist. Oder kommt es jetzt im September, glaube ich, oder sowas. Ne? Kann sein. Das ist ganz komisch. Das ist voll für die falsche Generation. Also für uns gab es damals noch Album-Release-Termine, die noch wichtig waren. Heute siehst du es plötzlich auf Spotify und denkst, ist ja da. Ja. Deswegen, also manchmal denkst du, die Leute haben es nicht richtig verstanden, wie die moderne Kommunikation funktioniert und so. Aber ja, Snoop hat es geschafft. Ich hatte den komischerweise doch in die 60er so getippt, aber der ist ja erst Anfang 50. So, ne? Das ist doch nicht so weit weg von uns, wie wir denken. So. Ich glaube, Mitte 50 oder so. Der ist, glaube ich... Komm, wir müssen das mal aus dem bestätigen hier. 70er? Jahrgang? Kann sein. 71? Also der ist, glaube ich, nicht viel älter als jemand, den wir kennen. 52 Jahre, ja. 71 geboren. 71, siehst du? Ja. Deswegen. Uncle Snoop. Ich hatte den schon so weit weg, weil ich dachte, der ist schon so lange dabei. Ne? Das ist schon. Ja. Und der war immer auf der richtigen Seite. West Coast, Tupac. Wobei, haltet euch fest, Amjon. Jetzt kommt Onkel Amjon und erzählt. Onkel Amjon bringt euch jetzt ein bisschen West Coast History bei. Was ich jetzt über die Verschwörungstheorie von irgendwelchen Yachten kann jetzt Amjon über Snoop Dogg erzählen. Es gab wohl, kurz bevor Pac verstorben ist, gab es wohl ein bisschen Beef zwischen Pac und Snoop und Daz Dillinger. So, Corrupt hat sich da, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten, aber. Es gab wohl ein bisschen Beef so zwischen denen und die letzten Worte von Snoop an Pac waren ja "You going to Vegas, cuz?" Und er hat ja viel Bilder, Fotos auch mit Biggie gemacht und so, dies und das. Also nach Tupacs Tod, glaube ich. Ich weiß nicht, ob davor oder danach, aber da haben alle schon gesagt, hat er den vielleicht auflaufen lassen, wusste er etwas, was, weil der hat ja auch nicht so Bock auf Suge Knight gehabt und dann sitzen Pac und Suge Knight in einem Auto und das ist. Weil er hat ja in dem Lied Snoop Death Row gedisst. Mhm. Mit dem "I think I got a black Beamer". Weil die alle geleased waren, die Autos. Das war so ein kleiner Dist. Deswegen sagt er, ich glaube, ich habe einen schwarzen BMW. Aber "My dream is to own a flock casinos like Bugsy Siegel". Yeah. Ja. Aber wie, also wenn das war seine einzige Verfehlung. Ansonsten hat er, glaube ich, ich habe auch mal irgendwas gehört, dass er ein bisschen dann die Seiten gewechselt hat oder nicht mehr so ganz so West Coast unterstützend war und sowas, aber danach wirkt, also alles Unternehmensentscheidungen, muss man ihm sagen, er wirkt sympathisch in allem, was er macht und er wirkt auch nicht aufgesetzt, wenn er da reinkommt. Nee, der ist so, wie er ist. Es gibt also manche Leute, die versuchen sich dann auf Biegen und Brechen in solche Rollen reinzuzwängen, aber bei ihm, ich glaube, er macht das wirklich aus einer. Und der hat ein paar Dingens, zum Beispiel, wenn der Rap-Videos dreht oder so, dann siehst du ihn nie auf der Straße. Du siehst ihn nie in den Ghettos und dies und das. Der hat sich komplett abgeschirmt davon. Der hat mit Nipsey Hussle ein Lied gemacht, wo Nipsey Hussle seinen Part so draußen auf der Slauson Avenue gedreht hat und Snoops Part ist im Studio. Ist immer so. Hat sich komplett abgeschirmt. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Achso, guck mal, was ich dir geschickt habe. So wegen Bad Boy Image und so, ne? Rapper, dies und das. Guck mal bitte, einer der angeblich besten Rapper heutzutage, Travis Scott, wollte posen auf einem Teppich. Das klingt schon gut, wenn das so heißt. Achte mal auf die Blitze, achte auf die Blitze. Der ist am Posen und kein einziger macht ein Foto. Guck. Keiner macht ein Foto, der geht weiter und dann kommen die Blitze wieder. Ich habe gut gelacht wegen dem Scheiß. Wie hart willst du wirken? Junge, bruh. Der hat eine neue Sache, von neues Genre, der Post für Videos. Ja, stimmt. Das ist neu. Wenn du dann jetzt fragen willst, was hast du da gemacht, wenn du Post für Videos gepostet. Weil ich habe gesehen, einer hat Insta-Reel gemacht. Das Ding ist so, ne, das ist genauso, als wenn du ertappt bist, so, da passiert nichts. Ich habe einen Anruf gekriegt. Ich habe gar nichts gemacht. Uiuiuiuiuiuiui. Ja. Dem Rapper. Wir hatten ja letztens noch über diese Kokainlieferung geredet, ne, aus Kolumbien. Ja.
Gott hasst auch Kokain wohl. Por qué? Hurricane Debbie hat wohl gewüstet und hat wohl mehr als 1,6 Millionen Wert an Kokain an Floridas Stränden geschwemmt. Das heißt, irgendjemand ist wahrscheinlich genauso wie auf so einer Yacht so blub, 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 blub. Das war bestimmt die Windrose da, ne? Und dann denkst du nur so, was sind denn das für Pakete hier? Das ist so. Sag mal, Windrose oder Windhose? Windhose, glaube ich. Windhose? Windhose. Wie sagen die ganze Zeit Windrose? Guck mal, wie schön die bitten. Das ist, glaube ich, das ist sogar der Sticker drauf. Mit einem Logo, Alter. Ja, das ist direkt so. Was ist das? Ein Fuchs? Ich weiß nicht. Das sieht aus wie so ein. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat Gott da wohl was dagegen gehabt, dass das wohl den Empfänger erreicht und hat gesagt, bis hierher noch nicht weiter. Guck mal, wie stolz das ist. Gott, der denkt sich, heute habe ich was zum Ziehen, du. Mich kontrolliert eh keiner. Wer will die Polizei rufen? Genau. Wie viele Pakete haben wir? 10? Nee, wir haben nur 9. Wir haben nur 9. Wie dieses Bild bei diesen Mexikanern, die gesagt haben, ja, wir haben ein Paket Koks gefunden. Und dann siehst du so, zoomt die Kamera raus, siehst du, der eine Bull hat hier so alles so Pakete drin. Das war eine meiner Lieblingsszenen bei den Simpsons mit Chief Wiggum. Irgendwie hat Marge Simpson irgendwann angefangen, Jeans zu nähen in der Garage. Ach so, ja. Und dann haben die Grazia gemacht und dann haben die wirklich nachher gab es so einen Schnitt und dann so hat Chief Wiggum so einen Funkspruch aufgesetzt, so nee, wir konnten nicht feststellen, dass wir irgendwelche Jeans sind. Die hatten alle bequeme Jeans. Hast du das Video gesehen von in Frankreich mit den beiden Polizistinnen? Nee. Da ist irgendein Obdachloser, der durchgeknallt ist und der bedroht die so und dann steht er da und schreit rum und haut gegen ein Auto und die beiden mit Taser und okay, so rufen die irgendwas zu und dann fährt ein Auto ganz langsam vorbei und der Beifahrer so, Madame, soll ich Ihnen helfen? Und die so, was? Der Typ steigt aus, irgend so ein Nordafrikaner, geht einfach zu dem Mann, macht so, hält den fest, Hände hinter Rücken, drückt den an die Wand, guckt die beiden Polizisten, die beiden immer noch so nach dem Motto, so, wollt ihr den festnehmen? So, dann kommt die eine, nimmt den fest und der Typ steigt wieder ins Auto, fährt weiter. Ich mir so, ihr habt eine Ausbildung, ne? Das war der Pferdeflüsterer. Ihr habt Taser, ihr habt alles Mögliche. Und dann kommt ein Marok. Total l'heure, monsieur, madame, aujourd'hui. Monsieur, baguette. Oh Mann. Eieieiei. Ja. Das ist wirklich. Ich merke nur, dass die ganzen Leute, ich glaube, die sind so nervös, die fangen meistens an zu schreien. Ich glaube, das macht die ganze Situation eigentlich. Man sagte ja früher immer, man sollte immer gemischte Paare rausschicken, weil die Frau eher zur Beruhigung dient und sowas. Aber in solchen Situationen merke ich immer, dass die können richtig psychologisches Training haben, dass sie direkt anfangen sollen, leg dich hin! Ich glaube eher Frauen. Also nimm die Hände auf den Kopf, nein, auf den Rücken, nein, auf den Rücken. Du bist, machst du so Macarena zwischendurch und die wissen nicht, wohin mit sich. Das war so. Nimm sie die Hände auf den Kopf. Auf den Rücken, auf den Kopf. Wie viele Finger halte ich hinter dem Rücken? Nee, ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube eher, die Frauen tendieren dazu, ein bisschen lauter zu werden. Ja, das könnte auch sein. Sollen wir was Natürliches besprechen oder was Künstliches? Nee, was Natürliches. Was Natürliches? Die Erde lernt sich selber zu heilen. Lernt oder konnte sich das immer schon? Naja, sagen wir mal so, sie entwickelt neue Features. Weil Korallen, habe ich jetzt auch gehört, sollten sich jetzt auch sehr gut regenerieren können, obwohl man sagte, wenn die abgestorben sind, kommen die wohl nie wieder. Ich schwöre, die kommen nie wieder. Die kommen auf jeden Fall, Digga. Hat auch was mit Meer zu tun, mit Ozeane. Die haben einen Pilz entdeckt im Ozean, der sich hauptsächlich von Plastik ernährt. Der frisst den ganzen Plastik auf, der da rumschwimmt. Siehste? Die Erde denkt so, ey, bis ihr das hinkriegt, schick ich einen Pilz raus, macht er selber. Und ein Pilz in Tschernobyl hat sich von radioaktiven Dingen ernährt. Der frisst das auf. Siehst du mal? Was da noch so rumschwirrt. Ich habe nur von diesen, ich weiß das nicht, das ist irgendwelches komisches Gestein unter Wasser, was wohl ohne Lichteinfluss Sauerstoff produzieren soll. Oha. Das soll wohl auf dem Grund des Meeres liegen und einfach so vor sich hin blubbern. Und die denken so, das wirft unsere ganzen Vorstellungen von Biochemie auch so durcheinander, weil Photosynthese, Sonne, ne, mit Zellen und so. Und die sagen auch, deswegen funktioniert ja auch überhaupt im Dunkeln nachher die ganze Flora und Fauna. Ja. Ich weiß nicht, was man Fauna da unten sagen kann, wahrscheinlich eher Fischschauna. Keine Ahnung, was mit Fischologie. Wet-Downer. Auf jeden Fall gibt es da unten wohl, selbst versorgende Sauerstoffquellen. Ohne Lichteinfluss, weil das Licht kommt da unten nicht hin. Tja, da müssen, explain manchmal, this. Da müssen manchmal die Fische mit dem Licht kommen und sagen, was ist denn hier los? Kennst du die Fische?
What the fuck? Ja, da sind ja auch Quallen und so, die leuchten und so ein Zeugs. Deswegen irgendwas ist ja da. Ich kriege immer mehr so dieses Strange, und da weiß man nicht genau, ob das von KI nachbearbeitet ist, wo so Leute so riesen Viecher aus dem Wasser holen. Kennst du diese ganzen Bilder? Ja, gibt es auch so diese Familien, diese ganzen Plattdingens. Aber auch so diese ganz in langen, San Francisco war das, ne? Ja. So ein Plattendingensfisch. Ja, die finden auch irgendwie so auf einmal U-Boot-Aufnahmen, wo dann so ein riesen Fisch, was aussieht wie aus der Dinosaurierzeit, da vorbeischwimmt. Denkst du auch so, ist das jetzt echt, ist das nicht echt, aber ich kann mir vorstellen, weil die wissen ja mehr über das Universum als das, was im Meer ist. Vielleicht schwebt da noch irgend so ein Loch Ness Ding rum. Ich hab so süßen Witz gesehen, wo das Loch Ness Monster so an Loch Ness steht und sagt, alle Leute fragen, wo ist das Loch Ness Monster, aber keiner fragt, wie geht's dem Loch Ness Monster. Ja. Dann siehst du süß, wie das Loch Ness Monster. Ne, das beste Loch Ness. I hate the juice! Ja. Nee, die Erde lernt sich selber zu regenerieren. Ja, aber willst du machen, wenn wir bekloppten Menschen alles kaputt machen? Dann musst du denken so... Ja, natürlich. Ja, irgendwann mal denkst du auch... Wenn du wirklich in dieser Annahme bist von der Matrix, weil wir mal einer der besten Bilder, dass wir der Virus sind, ne? Der versucht eigentlich, der das ganze Gebiet meistens so dermaßen leer frisst, bis er sich halt einen neuen Wirt suchen muss und wir dann weiterziehen, so wie früher, ne? Wandern und siedeln und dann wieder wandern und so. Die Natur wird sich alles wieder zurückholen. Natürlich, das haben wir doch bei Corona gesehen. Ja. Das ist genau wie bei Tschernobyl, das wird zwar dauern, aber die ist ja nicht so, als hätten wir nicht, hätte die Welt nicht Zeit. Ja. Weil die hat keine Uhr. Und die sieht nur, wie die Sonne zwischen um sie herum bratzelt und brät. Ja. Und dann denkt sie sich, was war da gerade? Die Menschheit ist einfach für sie so einmal kratzen. Einfach so, wow, lästige Ameise. Richtig. Boom. Ja, aber das ist. Deswegen glaube ich schon. Also, wenn jetzt nicht gerade ein Asteroid kommt oder sowas und dann wirklich richtig großen Schaden anrichtet und die Sonne blockiert und sowas, dann hast du die Möglichkeit, dass du. Das ganze ja, Ökosystem wieder gut. Angeblich 2029, ne? 13. April. Wir wissen, was 13. April so ist. 13. April so ist mein Geburtstag. Ich glaube, 13. April war das. Ich glaube nicht, sonst hätte ich was gemerkt. Auf jeden Fall gibt ja auch die Theorie, dass eben, ne, dieses ganze Ökosystem, wo die Leute sagen, so, ja, die ganzen Kühe furzen uns ja quasi das Klima kaputt und so, ne? Ja. Auf der anderen Seite verlieren wir, glaube ich, pro Stunde 15.000 Arten. Haben die nicht zu dem Klima beigetragen? Wieso gibt es immer nur diese, warum gibt es immer nur diese Einheit von Kühen, die alles kaputt machen? Ja. Auf der anderen Seite stirbt aber viel weg, die aber auch was produzieren, aber nein, die Kühe sind die wichtigen. Ja. Dann denkst du nur so, ja, viel zu viel, das ist Aufmerksamkeit, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Alles, was du halt ne, nachher betrachtest, da stürzt dich drauf, wenn jemand mit so einem Fakt kommt und sagt so, das und das und das, und denkst du, so, nee, aber die sind schuld. Scheiß Kühe. Messi und seine Villa auf Ibiza sind schuld. Die muss man unbedingt anmachen. Ja. Obwohl, die wollten ihm, glaube ich, nur helfen zu streichen, glaube ich. Das ist so, das war weiß, langweilig. Ne? Muss man vielleicht mal ein bisschen. Ja, die haben ein bisschen Farbe in sein. Ich habe gesagt, so, pep it up. Echt. Pep it up, pep it up, pep it up. You got to pep it up. Weißt du, wer jetzt gerade pep it down macht? What? Tell me what? Dein Freund Imo Tommy ist in den Schlagzeilen. Ja, habe ich gehört. Der Imo macht dir komische Geschäfte und so. Ja. Obwohl er sich natürlich geäußert hat aus dem Urlaub und hat gesagt, Freunde, das ist eine Scheißkampagne gegen ihn und sowas in der Art. Ne? Ich sage die ganze Zeit nur, Instagram hat es geschafft, dass du noch mehr Menschen einen Raum gibst, die nur versuchen, aus ihrem Mangel noch schneller aufzufüllen, wie früher es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Das heißt, Leute kommen immer mehr schneller und sagen, du willst das, du willst das, du willst das. Und das ist das, was wir auch gerade gehört haben, bevor wir angefangen zu produzieren. Du willst alles heute haben und du willst nicht mehr warten. Und die Leute wollen heute reich sein und die wollen nicht morgen, die wollen nicht heute abnehmen, sondern morgen abnehmen, sondern sie wollen heute den guten Körper haben und so. Ja. Aber sie wollen nicht auf McDonald's verzichten. Deswegen essen wir Sachen, die schlecht für uns sind, damit wir Pillen nehmen, damit wir gut aussehen. Natürlich. Und das ist genau das gleiche wie bei ihm hier, weil er sagt dir, du hast Geld rumliegen, investierst und wird damit halt reich. Und das Problem ist, dass wohl ein paar Immobilien wohl nicht dem Standard entsprochen haben, den er da versprochen hat. Ja. Bisschen Schimmel, paar Lecks, paar kaputte Rohre, die auf ersten Blicken nicht zu sehen sind. Andererseits finde ich natürlich auch ein bisschen komisch, weil die Redaktion, glaube ich, vom NDR hat das zusammen mit dem Spiegel wohl aufgedeckt oder sowas und die haben ihn wohl besucht und haben ihn wohl hauptsächlich wegen seiner Person interviewt. Und nachher kamen halt so diese ganzen Fragen hinterher, wozu er sich nicht äußern, also in der Schnelligkeit musste er sich dazu äußern und das war halt so gesehen eigentlich richtig eine Hetzkampagne gegen ihn. Ja, wie bei BBC und Tate. Ja, also. Der auch übrigens wieder Probleme hat. In Rumänien. In Rumänien. Aber das ist halt heutzutage. Du baust dir jahrelang eine Followerschaft auf, die du eigentlich nicht so behandeln darfst. Weil das ist ja quasi, die Währung ist halt nun mal deine Follower. Richtig.
Und die darfst du nicht verarschen. Weder mit Produkten, die du nicht, wo du nicht 100% hinterstehst und so. Es gab irgendein Produkt, was ziemlich viele YouTuber und sehr viele Streamer bewerben, wo die auch nicht hinterstehen. Ich weiß dann nicht genau, was das war. Ich weiß nicht, das ist nicht ein Energy Drink oder sowas oder irgendwie. Echt? Weil ich habe Monster Energy im Kopf. Irgendjemand hat das gesagt. Ich meine auch, das ist so ein Produkt, wo du merkst, das ist richtig schrecklich. Ich glaube, es ist genau wie mit Prime und sowas. Ja. Ne? Aber wo bei Prime geht es auch immer hin und her. Da weiß keiner genau, wo oben und unten ist. Ne? Andererseits saufen das die Hersteller selbst ohne Ende. Andererseits soll es wirklich sehr böse sein, so von der Hydrationsqualität her und sowas. Ne? Aber Lifestyle. Ich sage nur Wasser und Luft. Luft. Und deswegen, ja, Imotomi. Wobei in Spanien so eine Fanta Limon eisgekühlt, och, schon geil. Ja, wir gehen ja immer mehr auf diese Richtung, dass sie jetzt sagen, eigentlich, sich was zu verbieten, ja, ist ja total schlimm. Also du darfst alles essen, die Menge macht aber das Gift. Aber in Maßen. Ja. In Maßen. Und du kannst ich habe irgendwann mal das Gerücht verbreitet, dass hier Mr. Bruce Lee gesagt haben soll, iss, was du willst, aber iss in Maßen und mach Sport. Hat er nie gesagt, aber ich habe es einfach so in die Welt gesetzt. Schlau. Ja. Das muss man nur lange genug behaupten, dann wird das nachher zu so einem Internetphänomen. Ja. Das ist genau wie Andrew Schulz aus dem Podcast aber Flagrant behauptet hat ja, dass der TikTok-Algorithmus für den Westen extra so gebaut wird, dass wir hier nur Tanzvideos sehen und die Chinesen werden dafür belohnt, wenn sie sich wissenschaftliche Videos angucken. Hat er nachher zugegeben, ist totaler Bullshit gewesen, aber die haben es nachher, das war eine News-Story sogar, ne? Ja. Und deswegen wurde, glaube ich, auch nachher, also ich will jetzt nicht sagen, dass deswegen nachher jetzt ByteDance jetzt vor Gericht gegangen ist in Amerika, dass sie es jetzt kaufen wollen, ansonsten wollen sie es verbieten und sowas, aber solche Geschichten heizen halt, weil die Senatoren sind so alt, die sagen so, der junge Mann hat das gesagt, dann stimmt das bestimmt. Der muss auf jeden Fall stimmen, dann müssen wir jetzt das verbieten. Der hat doch dieses Tok-Tok. Richtig. Und deswegen, du musst es nur hart genug behaupten, das ist genau wie mit Zitaten im Internet, ne? Ja. Adolf Hitler und so. Ja. Was das Schlimme bei Zitaten im Internet ist, man weiß nicht, ob sie echt sind. Adolf Hitler. Bei ihm fand ich nur so geil, weil er ist ja auch kein Asket gewesen. So, ne? Man hat ja ganz klar THC-Rückstände in seinem Blut gefunden nach seinem Tod. Ja. So. Das heißt, er hat es benutzt, aber er wusste wofür, zur Muskelentspannung. Natürlich. Also es ging nicht darum zu kiffen oder sich wegzuschießen, sondern es ging darum, er wusste genau den Effekt, den es auf seine Muskeln hat. Regeneration, besserer Schlaf. Und die Leute sagen, nee, Bruce Lee hat gekifft, geil. Ich kiffe jetzt auch. Nicht. Aber ich trainiere nicht. Ich kiffe. Er wusste nur alles über die Anatomie, Junge. Als sein Rücken kaputt war und der monatelang im Krankenhaus war, wie lange? 6 Monate oder so war der im Krankenhaus, konnte sich nicht bewegen. Der hat alles studiert über die Anatomie. Deswegen ist er danach noch krasser gewesen, als die Ärzte haben gesagt, du kannst nie mehr wieder gehen. Hat er gesagt, man, fuck you, man. Ja, das ist so, was die Leute halt am meisten antreibt, ne? Wenn du den Leuten sagst, dass du nie mehr wieder das machen kannst. Ja, natürlich. Da gibt es ja die besten Erfolgsgeschichten. Ja. Weil sag einem Menschen nie, also mit dem richtigen Mindset, ne, sag einem nie, was du nicht machen kannst, weil das spornt nachher das Unterbewusstsein und sagt, jetzt erst recht. Ja, deswegen an alle Hater da draußen, bitte kein Hate. Bitte kein Hate. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich habe keinen Bock auf Hate. Ich habe keinen Bock auf Hate. Ich brauche Positivity. Richtig. More love. Echt. More love and stop peace to everybody. Man, fuck you, bitch. Oh, ja, hier, apropos, weil du gerade bei Dings warst, bei, was hast du gesagt? Kas Naranja? Hast du getrunken? Kas? Oder was? Fanta Limon. Wieso trinkst du keinen Kas? Kas ist richtig spanisch. Das ist ein richtiges spanisches, Kas Naranja. Ist ich das weiß, Beste. Ich weiß. Hast du davon gehört? Cola bringt eine neue Sorte raus und erntet Spott. Döner wäre besser als Aroma gewesen. Jetzt überleg mal, wenn du nicht die Schlagzeile weißt, es kommt wohl jetzt Mitte September auf den Markt, welche Geschmack könnte sich Coca-Cola einverleibt haben, wo die Leute sagen, Döner wäre ein besseres Aroma gewesen. Sag mir nicht Pizza Hawaii oder so. Naja, so weit ist es nicht weg. Du musst halt immer noch an die Süßigkeitenindustrie denken. Ne? Also, ja, an die halt Süßigkeitenindustrie. Ja. Okay, lass mich überlegen. Boah, da gibt's doch schon alles. Nee, es ist wirklich eine sehr interessante Kombination, wo ich denke, das geht in Richtung Vanille, vom Geschmack her. Aber es hat halt komischerweise, die müssen halt komplett auf den Geschmack gehen, weil du kannst halt nicht die Konsistenz nachbauen. Es muss immer noch flüssig sein und es muss halt irgendwie so danach schmecken, was sie halt draufschreiben. Aber ich glaube, das wird auch so funktionieren, dass du es liest und denkst, ja, schmeckt so. Also du wirst wahrscheinlich eher so verarscht vom Unterbewusstsein. Lakritz und so. Lakritz? Nee, du musst schon in der Mondelez-Ecke bleiben, so von Süßigkeiten und Süßkram, bloß eben kombiniert eine feste Masse mit Coca-Cola halt. Ne? Das ist schon sehr strange. Boah, da gibt es so viel Marshmallows. Ja, gar nicht so schlecht, aber es gibt ein Produkt, was da meistens herausstecht, was in Amerika sehr groß ist, was auch im europäischen Markt auch ein bisschen langsam immer mehr nach vorne gekommen ist, was auch sehr dubiose Zeichen auf den Keksen hat obendrauf und sowas. Ne? Oreos. Richtig. Oreo-Geschmack. Da
Coca-Cola bringt eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt, die nach Oreo-Keksen schmecken soll und stößt bei den Verbrauchern auf Skepsis. Ich meine, jeder von uns wird sich so ein Ding nehmen und mal probieren, weil du denkst die ganze Zeit, schmecken denn Oreos? Also ich hab in Spanien habe ich auch Fanta Melone probiert und das war einfach alles künstlich und so. Das war, ne. It is what it is, ne? Es bleibt immer noch nachher eine Zusammenwürfelung von irgendwelchen Chemikalien. Und Aromen. Die so in der Natur niemals zusammengefunden werden. Fact. Ja, der Verkaufsstart der limitierten Sorte ist für den 4. September in der Schweiz und am 9. September in Deutschland angekündigt. Das heißt, am 9. September gibt es die Oreo-Cola. Ich bin gespannt. Ja, ich kann es ja ungefähr, das schmeckt, wie, deswegen denke ich ja so in Richtung Vanilla-Coke, ja. Wo schon so ein bisschen das Vanille durchkommt. Es gibt ja schon in Amerika die Situation, dass Leute sich ja Cola in ihren Milchshake tun und sowas. Ne? Die Verbindung von solchen Sachen funktioniert ja. Zucker und Zucker beißt ja nicht. Also, ja. Ich habe letztens, das ist jetzt auch schon ein paar Monate, er hat True Fruits einen Shot rausgebracht in Kombination mit Hitchis, Drachenzunge. Für alle Leute, die auf Spotify hören, es wurde einvernehmend genickt. Ja, mit einem eigentlich traurigen Lächeln, sagen wir mal so. Ich muss sagen, True Foods hat schon manchmal verrückte Sachen, die... Ja, das Ekelhafteste, was die gemacht haben, die haben auch, glaube ich, irgendwas mit Pizza Hawaii oder so gemacht, das habe ich aber nicht getrunken. Aber die haben mal so ein Fisherman's Friend Kollabo Shot-Dinge rausgebracht. Ja, aber das passt ja, sind ja sehr, sehr das scharf. Das war widerlich. Aber sehr scharf. Das war Zahnpasta. Also wenn du dann noch Zahnpasta getrunken. Wenn du dann noch Ingwer reintust und sowas, das war. Ich habe noch eine Dinge, ich habe damals zwei gekauft. Eine habe ich seit 2 Jahren bei mir im Kühlschrank stehen. Ich werfe das Ding noch nicht mal weg, weil ich so Angst davor habe. Am Ende riecht der Müll frisch. Vielleicht kriegst du damit die Toilette wieder frei, wer weiß. Ja, wer weiß. Verätzt du die auch, damit die Speise rührt. Das kann dein Esophagus. Kann ja auch gut sein, meinst du? Das ist so hart, ja. Das ist wie so. Aber sonst, True Foods, ich mag euch. Seid doch mal ein Unternehmen, helft uns doch mal ein bisschen. Was ist los? Nein, ich sponsern keinen. Echt? Ich sponsor nicht. Vielleicht sponsern wir euch nicht, ha? Obwohl haben wir jetzt keine. Ich trinke das nicht. Ich finde, Frucht in flüssiger Form ist totaler Quatsch. Findest du? Das ist von Gott nicht so vorgesehen gewesen. Gott hat daraus gesagt, wir machen das schön mit Ballaststoffen, da muss man reinbeißen. Deswegen, für mich war immer der große Slogan schon aus Amerika relativ führend, wo die gesagt haben, juice your veggies and eat your fruits. Juice? Ja, veggies. Ich habe gerade ein sehr merkwürdiges Bild von einem Julian Veggie. Naja, aber es geht darum, dass du eigentlich, ja. Also man sagt ja auch, dass die ne, so Tiere in der Natur, zum Beispiel Gorillas, kauen ja sehr lange auf so einem Blatt rum und zerreiben ja diese Struktur. Und das schaffst du ja mit einem Mixer. Ja. Du kriegst das ja auch in kurzer Zeit und so. Und wir sind ja eigentlich davon weit entfernt, ja das Gleiche. Wir könnten so lange kauen, aber das macht ja keiner mehr. Ja. Wir sind ja mehr am Schlingen. Ja. Das ist echt so krass, wie schnell wir versuchen, Sachen näher wieder in den Mund zu schieben, anstatt eher das zu genießen, was im Mund ist und so. Und es ist immer wieder diese Videos, wo die Männer da von ihren Frauen aufgenommen werden und dann so ein Kompetitiv. Du merkst einfach, wir sind Maschinen. Und ich bin ja bei diesem Code hängen geblieben. Ich glaube, dass der Code ist dieser Menno. Und der macht jetzt demnächst eine Challenge zusammen mit dem König. Und die beiden sind so Food-Tester hier aus Köln und so. Und wenn die sich treffen, da wird eine Atomexplosion. Der eine macht und der andere macht so. Und und das ist. Wenn du den siehst, wie der isst, das ist kein Essen, das ist, ich will noch nicht mal sagen, Massaker. Schlingen. Das ist ein Massaker. So, weißt du, der hat den Burger im Mund, nimmt schon den Chicken Nugget und... Boah, das kann ich nicht, ne? Ich habe diesen, ich bin ja davon überzeugt, dass ich eine leichte Form von Autismus habe. Das sagen mir viele immer wieder, weil ich auf gewisse Dinge manchmal achte, die völlig, egal. Ich muss nach System essen. Egal, was ich auf dem Teller habe, ich esse erstmal das eine, dann das andere. Es gibt aber nur so ein paar Sachen, wo du Kombinationen machst, zum Beispiel Reis und, keine Ahnung, Okraschoten oder so irgendwas. Da muss das aber immer die gleiche Menge von beidem sein. Ich schwöre, ich bin... Ansonsten, wenn ich so einen Teller habe, wo da ein Burger ist, da ist ein bisschen Salat und da sind Pommes, dann denke ich, okay, ich esse erstmal den Salat, danach haue ich den Burger rein oder die Pommes. Oder ich esse erstmal den Burger, wenn er noch so richtig am Dampfen ist, so richtig schön warm und der Käse schmilzt. Stressig, dass du die Strategie noch beim Essen erfinden musst? Oder?
Nein, das ist meistens... Weil der Kollege hier hat... Teller ja, kommt und ich weiß, okay. Ich mache das jetzt so. Der Kollege weiß ja grundsätzlich, wie er isst. Ja, der ist... Immer das, was zu schnell kalt werden kann, wird gegessen. Nö. Doch. Ach so, ja, aber er sagt die Pommes. Ja. Kleiner Stäbchen, kann schneller kalt werden eigentlich so. Ja, das ist sein Thema. Im Endeffekt geht es ja darum, es ist ja gar nicht ungesund. Bei mir, ich habe halt gemerkt, ich bin so ein Typ, ich kann so super mit Paella und mit allem, was so also gemischt ist. Ich kann Sachen wirklich... Ich habe so gut Paella gegessen. Alles zusammen, also für mich ist der Geschmack nachher wichtig, was sich das, die komplette Konsistenz nachher gibt. Mhm. Also ich kann wirklich Sachen mischen. Ja, bei mir ist, muss immer irgendwie so eine Art System. Ich kann nicht einen Burger essen und danach schon... Chicken Wing oder Chili Cheese Nuggets. Ich esse erstmal jeden einzelnen Chili Cheese Nuggets und danach die Burger. Oder Pizza oder was auch immer. Ja, dann weißt du, wer das auch gemacht hat? Adolf. Serienmörder. Nein, aber es ist ja okay, wenn man eine Sache durch ist. Ich glaube, die Situation ist, dass wir selten in der menschlichen Geschichte so weit waren, dass wir so einen reichlich gedeckten Tisch vor uns hatten. Das heißt, früher hattest du nur ein Gericht und du musstest halt nur ein Gericht. Du musstest das essen, fertig. Heutzutage hast du so viele Sachen, geh mal hier Tapas essen. Dann hast du bei Tapas, machst du es bei Tapas auch? Nein, Tapas ist was anderes. Tapas ist was anderes, weil das ist, das ist ja nicht ein Gericht und ein paar Dinge sind drumherum, sondern das sind alles verschieden. Deswegen ist das was anderes. Das ist was anderes. Sie? Weißt du? Guck mal, wenn ich Reis mit Okraschoten esse oder mit Bohnen oder sonst irgendwas, dann ist das ja quasi auch die gleiche Menge und deswegen kann ich das mixen. So. Bei Tapas ist es so, du probierst das, du willst das probieren, okay, das schmeckt mir am wenigsten, dann esse ich erstmal das, weil ich will mit dem Besten zum Schluss. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte mal ein Gesetz daraus machen, dass eigentlich grundsätzlich, wenn du was Leckeres isst und du lässt dir Zeit dabei, dass der letzte Bissen meistens nicht so gut schmeckt wie der Rest. Das ist mir öfter mal aufgefallen. Es liegt irgendwie daran, dass man entweder, man geht falsch ran und isst wahrscheinlich doch eher die Teile, die gut aussehen. Und dann hast du das Problem, ist das mit dem letzten Bissen unbefriedigt. Das ist diese Erwartung, die du dann... Entweder ist so ein bisschen, hat so eine Fettader drin oder so, irgendwas, was nicht gut ist und sowas. Und dann denkst du, boah, vorher war das so gut und das wird jetzt... Das ist also genau das, was ich mal mehr erklärt habe mit der Verhaltensökonomie, dass du nachher, du denkst ja nur, wenn die letzten zwei Tage in deinem Urlaub gut waren, denkst du, geiler Urlaub, egal was wie die 10 Tage davor waren und so. Mhm. Und das ist beim Essen genauso. Wobei beim Essen, du isst relativ schnell wieder nach und du wirst dich nicht... Ja, es ist so... Es rutscht alles raus. Wir haben auch Paella gegessen. Und ich fand die unnormal lecker, diese Paella. Hast du Cucurella mit Paella? Cucurella! Das Lustige ist auch, dass der immer das Lied selber starten muss. Ne? Und bei diesem Laminia-Mal-Lied singen die Leute das so. Aber egal. Ich fand das im Stadion so geil, wie diesen, hast du das gesehen, wo er an der ausgewechselt und ist an Zuschauer vorbeigegangen und hat so Cucurella Paella. Nee, ich finde aber eine Paella, da muss diese erste Schicht Reis, die die Pfanne noch berührt, muss schon verbrannt sein, muss so, dass du das abkratzt. Ja, logisch, und das war leider nicht der Fall. Ja, dann ist das hat es direkt um 50% schlechter gemacht. Das ist nicht gut. Aber geschmacklich war es eigentlich Bombe. Das hätte eigentlich nichts auszusetzen dran. Das war früher immer, auch wenn ich bei Persern essen war und sowas, musste der Reiskocher, die unterste Schicht musste verbrannt sein. Das war das Beste. Mhm. Das ist immer, wenn Reis angebraten ist, ist es... Anderer Geschmack und so. Gebratener Leistuprolet. Bei Paella ist mir eingefallen, nur gerade, es gibt einen Typen, ich habe den Namen leider vergessen, Shoutout trotzdem, bei TikTok, der ist auch, macht Fußball-Content und der hat sich zur Aufgabe gemacht, auch relativ schnell seine Follower gesteigert dadurch, verbotene Trikots bedrucken zu lassen, also mit Sachen, die eben wie nicht, also mal gucken, guckt, ob das in die Eingabe was reingeht und so. Habe ich gesehen. Er hat ja bei Leipzig es geschafft, null Tradition, also null und dann stand drunter Tradition, haben sie sogar gedruckt, aber nach verboten. Du kannst es jetzt nicht mehr in die Maske eingeben und so. Dann hat er bei Barcelona, konnte er eingeben, Broke 99. Dann wollte er bei Dortmund, glaube ich, wollte er ewiger Zweiter, haben sie aber direkt, haben sie wohl durchgehen lassen, haben ihn aber danach angeschrieben und gesagt, wir schicken dir lieber ein richtiges Trikot. Und dann hat er letztens gesagt, war er so ein bisschen enttäuscht, weil er gesagt hat, ich habe aufgehört damit, ich mache das jetzt nur noch bei Nationalmannschaften. Und dann hat er sich bei Spanien wohl, hat er Cucurella auf die beste Position gestellt als Torwart. Hat das Torwart-Trikot Cucurella 1. Ist durchgegangen bis jetzt. Ist durchgegangen. Nee, ich habe gesehen, dass er bei Madrid versucht hat, Messi reinzuschreiben. Ja. Und Piqué und so. Und die Zahl 69. Richtig. Aber und dann hat es nicht funktioniert und dann hat er sogar geschrieben, aber Madrid, puta madre. Aber Madrid hat er durchgekriegt. Madrid hat er durchgekriegt. Und sogar ein Typ, der nachher sich inspirieren hat lassen, ist, glaube ich, in Madrid oder in Barcelona in den Trikotshop gegangen und hat sich das auch live, der hat das abgegeben. Die sind damit irgendwie zum Boss gegangen, haben das gezeigt und dann sind sie zurück und haben es trotzdem gedruckt. Ja. Aber ich finde das geil. Cucurella. Eigene Mutterbeleidigung, wie puta madre. 69 haben die gedruckt, aber Messi da auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Ja, aber ich denke, früher gab es ja diese geile Trikot aus dem asiatischen Ländern, die wahrscheinlich auch die Originaltrikots herstellen und sowas. Und da konntest du ja draufschreiben, was du wolltest. Also ja, das hätte man echt mal machen müssen. Also ja, da hättest du wirklich alles draufschreiben können. Und so. Ja. Beflocken ist ja heutzutage nicht mehr so das Problem, glaube ich. Das kannst du ja bei fast jeder T-Shirt-Laden machen und sowas. Ja. Aber ich fand die Aktion gut, vor allem Null Tradition. Null Tradition und Kukurea auf die Torwartposition. Das ist gut. Aber das war ja bekanntlich ein Kopfball, weil das sind Augen tätowiert. Aber also gesehen, der hat ja auch gesungen, ja, pass auf Haaland, wenn Kukurea kommt und so. Und Haaland hat ihn am Wochenende schön mal in den Schatten gestellt. So. Ja. Aber richtig schön ausgetanzt und dann ein Tor gemacht. Und dann gab es diese eine Szene, wo er gegen Haaland verteidigt hat und hat sich dann wohl hinfallen lassen, hat so getan, als hätte er eine Zerrung gehabt. Und hat aber direkt so die Hand ausgestreckt zu Haaland und Haaland ist einfach an ihm vorbeigegangen. Ja, ich meine, Kukurea ist komisch. Na, die gleiche Frisur wie Merse. Ja, ist so, echt. Das ist wirklich. Ja. Wie lange sowas nachwirken kann. Gleiche Fußballstil auch. Da kann ich vielleicht meine EA Sports Geschichte noch unterbringen hier. EA Sports, nee, das heißt ja nicht mehr EA Sports, das heißt jetzt glaube ich nur noch EA. Nee, das heißt nicht mehr FIFA. Genau, das heißt jetzt nur noch EA FC, glaube ich. FC, genau. Und wurde wohl so eine Legenden-Foto veröffentlicht, wo dann die ganzen Legenden drauf waren, wie eben Buffon, bis hin zu Zidane, Beckham. Sie haben wohl aus Not haben sie Bellingham wohl noch reingequetscht und eine Fußballspielerin. Die hätten Marta nehmen müssen. Ja, aber Marta ist, glaube ich, war ja auch am Ende ihrer Karriere. Marta ist eine Legende. Marta ist, die hat mehr Rekorde geknackt, als die Männer jeweils machen können. Aktive Weltfußballerin Aitana Bonmati. Ist Weltfußballerin, deswegen haben sie sie da reingetan. Und ja, in dem Zusammenhang haben sie dann wohl relativ schnell nach dem Gewinn der Europameisterschaft, haben sie gesagt, korrekt, dann machen wir aus der Special Edition noch eine neue Edition und haben halt die ganze spanische Nationalmannschaft abgebildet mit den neuen Superstars, mit den jungen Superstars und auch eben Morata. Aber ich habe Morata, Pedri, ist das noch Olmo? Meine Augen sind zu schlecht. Olmo ist da hinten, den sagt mir jetzt auch nichts hier. Auf jeden Fall, Morata hat aufgehört, ne? Glaube ich, Nationalmannschaft. Echt? Ich glaube ja, irgendwie habe ich es gehört. Das war jetzt auch das Letzte. Ja, der war auch ein schlechter Kapitän. Und die Position, die hier den Ball in den Händen hat, wurde wohl noch in letzter Sekunde umgewechselt. Nämlich vorher war wohl Kukurea. Ach du Scheiße. Nee, mit Pedri haben die da schon den richtigen. Aber da haben sie wenigstens den Dings drin hier, den Williams. Williams, boah, ich mein Namensgedächtnis. Ja, und da ist der Dings hier, der andere. Also den kennen wir hier, ne? Rechts außen ist der. Ah, der andere, der auch untätowierte, wo ich gesagt habe, der gefällt mir so. Der untätowierte Spieler. Der einzige. Rodri? Ja, Rodri. Dann Williams. Und Williams. Olmo. Und dann natürlich Cucurella hier. Cucurella! Und natürlich wahrscheinlich einer der letzten Male hier Morata am Start und so. Aber ja, so schnell kann man heutzutage, vor allem wenn das nachher, ich will jetzt nicht sagen, dass es KI produziert, das ist wahrscheinlich eher doch grafisch animiert gewesen, Personen austauschen, die dann doch eher im Bewusstsein problematisch wahrgenommen werden. Wie eben Personen, die auf dem Fußballplatz denken, sie müssten unläutere Mittel zur Hand nehmen. Ja. Verstehst du? Zur Hand nehmen. Zur Hand nehmen. Man, give me a hand, man. Nur mal gerade jetzt, weil wir gerade in spannenden Zeiten sind, nur mal gerade, das sagt auch gerade die Nachrichten, die ich hier bekommen habe, mit weil der September wohl heiß werden wird, in Bezug auf Krypto. Ne, also wir haben die ganze Zeit dieses Bild hier. Come on, do something. Und jetzt plötzlich soll im September soll ja wirklich der Bullrun losgehen, weil die Daten wohl dafür sprechen, dass wir wohl in eine leichte Rezession laufen und jetzt kommt wohl das Geld und die müssen jetzt erstmal schnell rein und dann gehen sie wahrscheinlich schnell wieder raus. Soll einen sehr schnellen Bullrun geben und so. Nutzen natürlich auch dunkle Gefilde natürlich auch andere Macharten aus und haben wohl jetzt den Account von McDonald's gehackt und haben die Grimace Meme-Coin wohl gepusht und da sind wohl ein paar Leute drauf reingefallen. Der Marktwert ist relativ schnell über ein paar Millionen gestiegen und dann haben sie natürlich direkt einen Rugpull gemacht, sind raus und sind da wohl mit $700,000 wohl auf und davon und so. Heutzutage nutzt man jedes Medium, um ihre scheiß Shitcoins durchzubekommen. Ja. Sowas, ne? Pepe bis hin zu, was war nochmal hier, Dogecoin und sowas. Ne? Ja. Der Andrew Tate hat ja auch den Daddy-Coin rausgebracht. Ja, hat er auch. Nach dem Gerichtding hat er das ja extra angehabt. Ich sag mal, die Welt ist, ja, wenn was zu gut ist, um wahr zu sein. Finger if it walks like a duck, talks like a duck,
It's probably crypto, man. Ja, auf jeden Fall seid vorsichtig, wenn es darum geht, euer Geld zu verscherbeln und sowas. Aber ja, weil da haben Jonathan eine Menge Geld verloren mit Krypto. Es ist leider gerade extrem aufgeblasen und ich glaube, das könnte jetzt ein schnelles Blow-off-Top geben. Ich hoffe, wenn dieser Bullrun kommt und ich wieder nur das habe, was ich ausgegeben habe, ich verkaufe die richtig gerade. Grundsätzlich sagt man ja, ne, die Flut hebt jedes Boot. Das heißt, es gibt erstmal natürlich die große Coin und dann wird aber dadurch die Leute merken, sie können nicht mehr so viel Gewinn machen, gehen sie dann auf die kleineren und das wird halt die kleineren nach oben ziehen. Und da muss man nur wissen, wann man aussteigt. Das ist das. Und das ist nämlich nicht so, dass du der Hamjun denkt, ich habe mein ganzes Geld zurück. Aber ich könnte mehr machen. Ich könnte mehr haben. Und dann sagst noch du, Geduld, das kommt. Das passiert. Ich kaufe schon mal die Yacht, welche ist nochmal untergegangen, die baue ich nochmal nach. Ja, auf jeden Fall seid vorsichtig, wenn es darum geht, nachher auf Anlageberater zu hören und sowas. Weil heutzutage, ich bin ja meistens in diesen ganzen Kanälen drin, ich bin ja auch ein bisschen bei Crypto, Twitter und das Problem ist, du musst ja jeden Tag Content machen und die erzählen immer das Gleiche so. Ja, das passiert jetzt gerade und passiert das Gegenteil. Und dann sagen die, ja, aber das musste passieren und dann geht er wieder hoch. Und dann denkst du die ganze Zeit so, ich glaube, die Leute verlieren immer mehr Follower, weil du kannst nicht jeden Tag Content machen. Weil manchmal ist der Markt einfach nur so. Ja. Und vor allem jetzt, wo die ganzen großen institutionellen und das institutionelle Geld da reingegangen ist, merkst du gerade, dass alles manipuliert ist. Und wenn die manipulieren, weißt du nicht, wie die es manipulieren. Weil es gibt manchmal Leute, die, dann geht der 2000 hoch, dann wird wieder alles abverkauft, nur damit die halt die ganzen Positionen drumherum killen und sowas. Und das sind Spiele, die kannst du nicht spielen auf diesem Niveau, weil die haben in dem Moment, haben mit 2000 plus und minus, haben die wahrscheinlich 100 Millionen gemacht. Ja, und natürlich. Du hast $3 verloren wahrscheinlich in dem Moment. Und deswegen legt euch nicht mit den Großen an, ne? Nur mit den großen Strömungen und immer vorsichtig beim Investieren. Echt, immer in kleinen Gewässern schwimmen. No financial advice. Vielleicht taucht ja ein Pottwal auf. Oder vielleicht gibt es eine Growman Sport Meme Coin vielleicht auch mal. Boah, jetzt GMS, kommen wir mit dir. Boah, GMS, komm, wir führen das ein. So, mach mal Abschluss, ich schwitze, mein Rücken ist wet. Alright. Ein Markenrechtsanwalt namens Jeremy Green Eche, keine Ahnung, aus New York, betreibt das sogenannte Cybersquatting. Das ist immer wieder ein neuer Name. Nach Brainrot und nach Rawdogging gibt es jetzt wohl auch das Cybersquatting. Das klingt perverser, als es ist. Okay. Bei dem er Domainnamen mit Bezug zu bekannten Persönlichkeiten erwirbt, um sie später mit Gewinn zu verkaufen. Das heißt, das ist jemand, der würde jetzt Nike.com wohl Ende der 90er kaufen und sagen, give me money. Aber dieses Cybersquatting heißt eben, er setzt sich halt drauf auf die Domain und wartet eben, bis jemand kommt und sagt, das wäre gut. Und er hat sich wohl im Vorfeld, hatte sich mal Clinton Kane wohl mal gesichert damals bei dem Wahlkampf 2016. Und jetzt sitzt er wohl auch auf Harris Walls. Und das ist natürlich jetzt die Traumkombination, wo du mit wahrscheinlich dadurch, dass er nur $15,000 verlangt dafür, was relativ billig ist, kannst du wahrscheinlich deine Verluste damit ein bisschen wettmachen, weil wenn du natürlich den Rest nimmst, zum Beispiel, du hättest jetzt gesagt, Harris tritt an und hättest gesagt, Harris zusammen mit Bernie Sanders oder sowas, Harris Sanders und sowas, dann bist du wahrscheinlich auch ein paar, ich will jetzt nicht sagen Tausender los, aber so eine Domain kaufen, glaube ich, da blockieren für ein Jahr, $100, $200, keine Ahnung, wie teuer sowas ist und so. Mhm. Aber so gesehen ein gutes Geschäftsmodell, wenn du halt eigentlich wirklich, schon. Aber du musst halt vorher, musst du sehr viele Senatoren durchblättern und sagen, Multiple Choice, Harris, Sanders, Harris, Bill Clinton, Harris, keine Ahnung, du musst halt wirklich alles blocken. Alles Mögliche. Und du weißt aber genau, wenn du den Jackpot hast, mit Harris Walls, you're the man. Was steht hier noch? Ja, Jeremy Greenish ist ein New Yorker ansässiger Anwalt, der mit dem Cybersquad bekannt geworden ist. Er bewirbt Domainnamen mit prominenten Persönlichkeiten, um sie später zu verkaufen. Im Jahr 2016 kaufte er Clinton Kane für $15,000 an das Trump-Kampagnenteam. Siehst du mal, das hat sogar der Feind gekauft damals. Oha. Aktuell bietet er die Domain Harris Walls für $15,000 zum Verkauf an, falls Kamala Harris Tim Walls als Vizepräsidentschaftskandidaten auswählt. Hat er wohl jetzt geschafft, ne? Eich besitzt insgesamt 15 Domains mit dem Zusammenhang mit Harris und ihren potenziellen Kandidaten. Siehst du, dann sitzt du natürlich auf 15 potenziellen Domains, die alle nicht ziehen werden. Trotz seiner Unterstützung für Harris plant Eich, diese Domains zu verkaufen, da die Kampagne genügend finanzielle Mittel hat. Ja klar, ich habe gehört, dass heutzutage solche Kampagnen gehen bis zu 14 Milliarden rein für beide Präsidenten. Was? Das war bei Clinton oder seinem Clinton oder was war nochmal Clinton oder Dubai? Ja, ich glaube, bei Clinton waren es noch 2 Milliarden und dann die geben so viel Geld aus für diesen dusseligen Wahlkampf, wo sie eigentlich nichts erzählen und hauptsächlich nur dicke Shows machen. Ja, natürlich. Da müsstest du aber, wenn du so eine Domain an die Gegenpartei, sag ich mal, verkaufst, müsste die Gegenpartei jedes Plakat aufsuchen und dann einfach nochmal die Internetadresse draufkleben. Sodass jeder, der drauf geht, danach auf deine Seite landet. Richtig.
Ich gehe davon aus, dass es eine Verlinkung sein wird. Und die Leute werden es nicht verstehen. Und die werden halt auf Harris. Ja, die werden denken, oh, wurde gehackt. Ja, genau. Wurde gehackt. Das heißt, nein, das ist unsere Seite. Wir haben die halt nur so genannt. Ja, ja. Ja, ich hoffe, der Jeremy wird keine GMS-Seite Domain cybersquatten. Wenn doch, dann suche ich dich auf. Und auf einmal bist du auf einer Yacht und dann kommt eine Windhose. Eine Windhose. Und dann macht der Koch. Und dann ist der Koch auf einmal. Oder haben schon macht Squatting auf dir. Aus Äquatorien. Nee, Antigua. Nein, Antigua war das, also stimmt. Antigua. Ja, oder der macht Cybersquatting und du machst hier, wie ist der Typ nochmal? Raw Dogging. Jeremy Gain H-Dogging, ja, Squatting machst du dann mit dem. Aber I'm a Teabag, Yoshi. Liebe Freunde, es war unser Fest. Ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Haben wir wieder Besuch? Wir wissen nicht. Es ist immer so eine Wundertüte mit uns in letzter Zeit. Mal gucken. Irgendwann machen spontaneous. Ich hatte ein paar Leute angefragt, die als Gäste kommen. Aber viele von denen sind im Urlaub oder fliegen bald in den Urlaub. Und dann haben sie ein bisschen Stress jetzt, weißt du? Ja. Wir haben gar nicht über die Gamescom geredet. Er ist ja noch. Stimmt. Ja, aber bis... Nächste Woche machen wir einen Roundup. Nächste Woche. Ich sag dir, das passt nicht. Ja, es... Es ist so, Gamescom ist, war früher mal ganz gut, aber ich habe gehört, dass viele Aussteller sich zurückgezogen haben. Es ist gar nicht mehr so viel. Also klar, es ist noch viel besucht, aber das ist, weil die Streamer wahrscheinlich davon streamen. Ich habe nur gehört, geile Geschichte noch nebenbei noch dazu, dass die, wenn du da auf Livestream von möchtest, dann musst du es wohl früh genug anmelden und du brauchst wohl, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren bis zu zweistellige Security um dich herum wohl. Ne? Also wirklich so 10 Mann, die dich dann halt Sicherheit geben, weil wegen iShow Speed, glaube ich, haben sie wohl ein bisschen gelernt und so. Das sehr gut. Und du darfst nicht zu groß sein, weil Monta hat sich beschwert, dass er in einer gewissen Größe wollen, die noch mehr Geld von dir haben, damit du da live streamen kannst. Also es geht wohl eher um die kleineren Streamer. Ja. Aber die wollen wohl nicht, dass es nachher zu Sodom und Gomorra wird und sowas und das derwische Tanzen und. Ja, der Habeck war wohl da und war nicht so begeistert, dass die Leute dem so krass auf die Pelle gerückt sind. Aber Habeck ist eigentlich, ne, Bundestag, eigentlich müsstest du da Security mitbringen. So. Aber vielleicht waren die alle als Pikachu verkleidet oder so, keine Ahnung. Genau. Ich mag das nicht, wenn die sich so anbiedern. Warum gehen sie auf so eine Messe? Die sollen lieber zur Funkausstellung gehen und sowas. Ja, die wollen zeigen, wir sind hip. Gibt es das neue Bundestagsspiel demnächst irgendwie bei... Keine Ahnung, geht mal zu Heckler und Koch auf irgendeine Ausstellung. Da passt die eher rein. Wort zum Sonntag. Tschö, Freunde. He said it.